Wir spielen jetzt eine Runde Portal. Ich habe da Bock drauf. Ich habe Portal vor. Es ist auch mega random. Ist wahrscheinlich auch für den, also für euch im Stream, im Livestream, komplett so: Hä, Portal, wo kommt das denn jetzt her? Abends um 10:30 am Montagabend. Ich habe mir einfach spontan da mal Steam angeguckt, weil ich wollte auch mal was anderes spielen. Und dann fiel mir auf, da war doch noch was mit Portal. Meine Vorgeschichte mit Portal ist folgende: Ich habe natürlich auch, wie jeder Mensch, der halbwegs vernünftig ist, Half-Life 1 auf jeden Fall und Half-Life 2 mit großer Freude durchgespielt damals und auch diese DLCs oder wie das heißt, diese Erweiterungen gespielt. Fantastisches Game, fantastische Engine. Und dann war ja dieses Portal dann auf einmal da und dann dachte ich mir, damals habe ich das versucht und ich war sehr schlecht. Ich war so schlecht. Das ist überhaupt nicht gemacht, mein Brain, für Portal. Und dann kam es mir heute. Das ist doch das perfekte Material, um Content zu machen. Sowohl für den Livestream als auch für euch hier auf YouTube. Weil das ist es doch, was funktioniert. Ich versuche irgendwas, was ich nicht kann und ihr amüsiert euch darüber. Ich habe neulich schon überlegt, wir könnten eigentlich komplett nur Technik-Donny-Streams machen. Einfach nur einen ganzen einstündige YouTube-Videos, wo ich nur hier sitze und versuche, die scheiß Kamera einzustellen oder irgendwie Leute auf Steam zu adden oder irgendwas zu machen. Das kann ich halt nicht. Und komischerweise wachsen dann meine Zuschauerzahlen. Weißt du was? Ich bin ein Businessmann. Und ich bin ein Businessmann, habe mich hingesetzt und habe gedacht, ja komm, das ist jetzt mal ein neues Ding. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall will ich jetzt einfach mal Portal ausprobieren. Ich habe es schon offen. Ich muss es nur kurz hier verbinden. Und die Musik ausmachen. Aber das, ich glaube, das war mal gut zu wissen für euch, so die, zur Einordnung. Also ich kenne das Spiel, aber ich bin, glaube ich, nie weitergekommen als so das erste Level, wo es ein bisschen schwieriger wird. Irgendwie kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube tatsächlich so ein ganz frühes Level, schon Level, weiß ich nicht, 2 oder so, bin ich schon nicht weitergekommen. Oder 3. So, warte mal, es läuft hier gerade noch nicht richtig rund. Jetzt gleich müsste es kommen. Okay, ich muss, glaube ich, neu starten. Das hat sich irgendwie aufgehangen. Ja, Technik, Donny, da sind wir doch schon wieder. Jetzt haben wir schon direkt Technik, Donny, wieder. Ja, ich krieg das Spiel nicht zum Laufen live vor 700 Leuten. Scheiße. Warum? Ah, es ist laut. Ah! Ah! Boah, es ist laut. Alter, mir hat's gerade fast das Gehirn weggefickt. Wo ist das Spiel, Mann? Der kriegt, das läuft nicht. Aber es lief vorhin. Was ist hier los? Ich glaube, der checkt nicht, auf welchem Monitor ich bin. Oh nee, jetzt haben wir wieder hier Technik-Scheiß. Hört ihr auch diesen Sound immer kurz? Hört ihr das? Immer. Ach, ich hab's. So, jetzt die Frage, seht ihr es? Ich sehe euch jetzt nicht mehr. Nein! Habt ihr es gerade gesehen, das Spiel? Okay, nochmal, warte. Okay, nochmal. Ist das ein Gruselspiel? Nee. Da! Ha! I got it! Okay, los geht's. Könnte ein bisschen zu laut sein, stelle ich gleich ein. Also, Portal für alle, die es nicht kennen. Hab's natürlich vorher nicht getestet oder so. Ich muss das hier mal ein bisschen leiser machen, weil das ist ja. Oh, das ist ja super alt. Das ist ja ganz. Da mache ich doch mal ein bisschen geiler hier, oder? Baller ich mal hoch. Das hier? Native? Okay, was heißt das? Ist das irgendein so Treiber aus den 90ern, den ich nicht hab gleich? Okay, wir gucken mal. Es geht jetzt wieder weg wahrscheinlich. Ah, hat doch geklappt. Ja, super. Ja, geil. Geile Grafik. Ist fast ein bisschen klein jetzt hier. Also, she said. Okay, also wir bleiben ganz ruhig. Es ist jetzt alles ein bisschen durcheinander gewesen. Ja, das ist halt so ein Puzzlespiel, so eine Art. Ich würde gerne die Audio ein kleines bisschen leiser machen, weil da muss ich nämlich das Spiel jetzt nicht verlassen. Warte mal, das tut sich ja gar nichts. Warum tut sich da nichts? Ach so, anwenden. Ah, jetzt ein bisschen leiser geworden. Gut. Ja. Es ist halt eine Art, du hast halt so eine Portalkanone. Du kannst also quasi so zwei Portale erstellen. Einen, glaube ich, blau und ein orangenes. Und wenn du das blaue machst, dann kannst du quasi da durch Wände gehen und dann landest du, glaube ich, bei dem orangenen. Das heißt, du musst irgendwie von A nach B kommen bei dem Spiel. Wir werden es gleich sehen. Ich mache es von vornherein. Das ist, glaube ich, auch ein Tutorial. Ja, so. Testkammer 01. Neues Spiel starten. Jetzt gucken wir mal. Es gibt, glaube ich, auch längst schon Portal 2 und vielleicht sogar Portal
3 oder so? Ich hab nur das. Das ist mit dieser Frauen-Computerstimme jetzt, oder? Oh, ist ja voll die hohe Sensitivity. Okay, da hat wohl einer. Oh, ich habe keine Konsole hier. Aber warte mal, kurz, es muss kurz sein, sorry. Maus. Da hat wohl einer wieder ein bisschen profimäßig Counter-Strike gespielt auf die. Da hast du so ein paar Bomben gelegt und so weiter. Ihr kennt's doch. So. Geht hier Bunny Hop? Nee. Jetzt legen wir erstmal ins Klo rein. Also. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde. Okay, ganz kurz, sorry, das wurmt mich, dass es so schnell noch ist. Dann hören wir gleich weiter. Aber Sound ist okay, Leute? Hoffe ich mal. Ich glaube schon. Das ist zu hoch, die Sensitivity muss weiter runter. Okay. Bearbeitet und los, wir gut. Können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Mhm. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, bordón, fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ich hab das halt alles ganz vergessen. Guck mal, das ist so abge... Ich weiß noch genau, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Das hat mich so geflasht. Guck mal, das bin ich. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen. Ich war nicht hier. Ich sag's jetzt schon. Ich werd... Ah! Da bin ich auch. Ich... Mein Brain ist so schlecht mit solchen Sachen. Ich, aber vielleicht schaffen wir es zusammen. Ich gehe jetzt erstmal hier durch. Jetzt war ich da drin. Bin orange. Oh Mann. Warte mal ganz kurz, ich muss einmal raustappen. Denn ich brauche euch ja auch. Und ein klein bisschen lauter mache ich es auch noch schnell. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder mit dem Reindingsen. Ja, alles gut, jetzt kann ich auch raustappen. Gut, ich musste das nochmal. Ich muss nochmal die. Es ist wirklich. Also, es tut mir leid, aber das ist wirklich. Ich bin da sehr, sehr picky. Auch einfach, weil. Ich glaube, das ist einfach wie so ein. So eine Krankheit, die man hat, wenn man irgendwie früher viel Counter-Strike und solche Quake gespielt hat, die Sensitivity, die muss in meiner Wohlfühl, die muss genau sich richtig anfühlen für mich. Das sind teilweise Millimeter. Okay, also. Das sind ja Portale, wie so Wurmlöcher, ne, sozusagen. Ich bin jetzt. Ach komm, hier muss ich. Vielleicht tue ich mir auch. Ich mache mir ja gerne mal zu viel Gedanken bei solchen Spielen und denke zu kompliziert deswegen. Siehe alle Resident Evil-Teile. Vielleicht muss ich wieder, wie bei Resident Evil 8, was ich zuletzt gespielt habe im Let's Play. Da ist ja auch, da hat sich oft rausgestellt, dass wenn ich nicht viel nachdenke, ich teilweise besser bin. Vielleicht muss ich einfach aufhören, vielleicht bin ich einfach voll schlau und ich stehe mir selber im Weg. Oh Gott, der Übelste. Oh. Okay, das kann man nehmen, ne? Gut gemacht. Okay, es ging bitte jetzt auf. Begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Instinkt nennt man das. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Mhm. Aperture Science, ich kenne das nur auf Englisch, also die deutsche Übersetzung lässt jetzt so ein bisschen. Obwohl, das ist ja auch nur so eine Computerstimme, oder? Oder haben die nur so eine in die Sprecherkabine gemacht, die so redet wie so ein Computer? Hallo, ich darf, muss jetzt immer so reden. Du musst immer aufpassen, dass wenn du mit den Aufzügen fährst, immer auch mal zurückgehst und schaust, ob da irgendetwas war. Ich bin Aperture Radio. So, ich soll hier rein, ne? Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Schwerlast-Superkompensions-Superknopf, okay. Weird name for a penis, but okay. Jetzt macht, guck mal, jetzt, das macht mich schon wieder verrückt jetzt hier. Hallo? Okay, warte, hier. Was? Was ist, warum ändert sich das gerade die ganze Zeit? Ach so, okay. Ach so, jetzt kann ich so dadurch. Ah ja! Haha! Es war Glück, es war Zufall.
Achso. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da das war Zufall. Kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ah, das ist wirklich so nicht mal für mein Brain gemacht. Warte mal. Die englische Stimme ist ein bisschen besser, oder? Aber das müsste ich jetzt mega umstellen, alles. Ja, das ist jetzt erstmal so. Komm, ich find's auch ganz witzig auf Deutsch. Scheiß drauf, da machen wir jetzt nicht wieder so eine riesen... Obwohl ich immer die Diskussion aufmache, indem ich das anspreche. Aber dann muss ich das Spiel neu starten und alles und so. Wahrscheinlich. Was passiert hier gerade? Deutsch ist voll okay bei dem Game, so ist doch gut. Die Schwierigkeit steigt angenehm sachte, sagt Fadenscheude. Es ist das erste Level und ich weiß noch, deswegen habe ich das damals abgebrochen. Ich bin noch guter Dinge, okay, aber dass ihr mal seht, ich mache das hier nicht mit Absicht. Ich check jetzt schon wieder nicht, was hier passiert. Ich muss da rüber, oder? Aber wie ändert das, wann ändert sich das wie? Jetzt könnte ich da durch. Aber kommt das, muss ich einfach nur warten, bis es da ist? So, bis es, und jetzt da auftaucht, dann kann ich durchlaufen, oder? Okay, ich glaube, ich hab's. Ja, ja. Und jetzt geht das da hin und dann... Guck mal, ja, das war's jetzt. Nicht kompliziert denken. Und ciao. Wir haben's. Nee. Was? Wo? Ah, wie komme ich da hin? Ich schwöre euch bei allem wirklich, was mir heilig ist, ich mache das nicht mit Absicht. Falls irgendjemand denkt, das ist hier Show oder das mache ich nur irgendwie, um rumzutrollen. Ich bin wirklich, es ist wie bei Resident Evil, da haben sich auch, also ich kann mir vorstellen, das ist eine Qual gerade zu gucken, aber bleibt bei mir. Ich krieg das irgendwie hin, ich muss es erstmal verstehen. Ich will dahin zur Tür. Kann ich nicht, warte mal, ich muss jetzt überlegen. Jetzt! Oh, es war Glück! Es war Glück! Das war Glück! Aber so sollte es doch nicht gehen! Damit ich das doch... Ich muss das doch verstehen! Ich muss das doch verstehen, damit ich die schweren Rätsel schaffe. Sonst schaffe ich das ja nie. Weil ich ja weiß, wie gesagt, das habe ich mir noch gemerkt von damals, das war voll... es wird voll schwer irgendwann, recht schnell. Du machst das gut, lass dich nicht stressen. Nee, ich lass mich auch nicht stressen. Alles gut. Also nicht falsch verstehen. Das macht auch Spaß. Aber ich teile nur einfach meine Gedanken ungefiltert mit. Was? Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Okay, jetzt ist erst... Okay, das hat sich erst geöffnet, wenn als die... Okay. Aber nachher kriegt man noch eine Kanone, wo man selber die Portals machen kann, oder nicht? So eine Portal Gun. Was? Kann von mir auch ruhig schneller wechseln, die Scheiße. Warte ich jetzt hier, oder nicht? Boah, ist es jetzt da oben irgendwo? Nee. Kann ich hier durchgucken? Oh, da ist eine Kanone. Oh, die schießt! Okay. Jetzt bin ich hier. Hallo? Und jetzt? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Guck mal, da oben sind wir. Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter... Oh, das ist so gestimmt! ...das Gerät aus Blut. Ey, das ist so... Das macht mich so wahnsinnig. Sowas. Dass man dann so die so alles umdrehen kann und so. Okay, was wollen die, wo ich hingehe? Guck mal, da unten sind wir. Okay. Okay, ich glaube, ich soll einfach weiter, oder? Ja. Oh Mann, ey. Das ist echt heftig. Schau mal vor, sowas gäbe es in echt, ey.
Also irgendwas macht es mit meinem Brain. Das ist so nicht für mein... Mein Brain ist dafür null gemacht. Das kann jetzt, glaube ich, echt für euch lustig werden. Ich bin jetzt schon übelst überfordert gewesen, gerade jetzt schon. Ich glaube, das ist auch so eine Art Denken. Manche, so ein bisschen wie Leute, die in Mathe gut waren. So, oder ich war ja immer eher, es gibt doch diese Veranlagung, ist das eigentlich nur ein Mythos oder ist das wissenschaftlich irgendwann belegt worden? Es gibt doch, man sagt doch immer so die naturwissenschaftlich Veranlagten und keine, also Leute, die in Mathe und Physik und so eher gut sind und Leute, die generell eher so in Sprachen und so weiter gut sind. Ich bin Letzteres. Oder sind die Leute einfach nur, sind dumm oder faul oder keine Ahnung, eins von beiden Lagern. I don't know. Das ist, glaube ich, schon Veranlagung. Und ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der, das ist wirklich gar nicht Mathe und so. So, was ist das jetzt? Warum ist das so, so, warte mal. Das ist für, ach, das haben die schon für uns hingemacht. Okay, ich muss ja nur hier rüber, oder? Okay, das passt doch. Okay, ich check's. Das ist der Ausgang. Und jetzt muss ich, jetzt muss man überlegen. Ah ja, dann bin ich doch da. Sehr gut. Ah. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Juhu. Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Juhu. Danke Fritz für den Sub. Nico, danke dir auch. Vielen lieben Dank. Phil Tomty, danke dir auch für den Sub. Und Forfey, danke für die 500 Bits. Vielen lieben Dank für den Support. Also, die Level ging gut. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ich glaube, Leute, das war das Level, was ich nicht geschafft habe, glaube ich. Aber bin ich nicht ganz sicher. Ich kann ja hier drauf. Und, aber es geht zu. Ach, guck mal, und da muss ich dann so ein Ding... Ah, weißt du was? Ich weiß wie. Ich mach hier. Dann fällt das da drauf, oder? Nee, kann ich das nicht jetzt so? Guck mal. Ach, scheiße. Und dann schiebe ich das da rein. Ah, nee, jetzt habe ich es falsch... Ah, doch. Geht das nicht da durch jetzt? Doch. Haha! Auch das war wieder sehr gut. Yes! Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Okay, es war nicht so schwer, das habe ich Sie schon mal geschafft. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Wartet's ab, Leute, da kommen jetzt noch interessante Räume. Fritz, oh! Hab ich gerade schon gesehen. Big Brain Time, GG. Galaxy Brain. Ich hätte gerne die Close, aber dann, dass mein Kopf so riesig ist. Ich glaube, die Effekte, so Live-Effekte, schluckt voll viel RAM, CPU oder noch. Was ist das Gleiche? Ja. Random Access Memory, weiß ich, dass es heißt sogar. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Hättet ihr nicht gedacht? Gibt's doch zu. Hättet ihr das nicht gedacht? Okay, jetzt ist aber geil. Guck mal, jetzt hat man quasi so ein bisschen die Tutorial ist immer noch so, aber jetzt kann man richtig überlegen. Also ist ja klar, wir brauchen ein Dings, um da drauf zu dingsen. Und wir können ja nachher auf einem stehen und das heißt, wir müssen wahrscheinlich also erstmal eins ablagen. Okay, ist doch easy. Dann machen wir es doch so. Erstmal muss ich da hoch. Dann holen wir uns erstmal das Ding. Ah nee, warte mal, wie komme ich denn jetzt da hin? Nee, so. Haha. So nämlich. Und jetzt so. Ha! Ja! Gott, ich bin gut gerade. Nice! Ja, das ist ja easy. Let's go. Ja! Achso. Hä? Ist hier noch so ein... Ah ja. Okay, gut. Okay, easy. Ja, ist doch easy. Haben wir geschafft. Gut. Alles klar. Logikmonster! Galaxy Brain! Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, ist auch so ein bisschen clever auch, die Texte, ne? Also so ein bisschen auch, sind so kleine satirische Gags drin, finde ich. Was soll ich jetzt machen? Ach so. Hä? Ah. Okay. Oh, da wurde mir kurz schwindelig ein bisschen. Tatsächlich, mir wurde gerade wirklich in echt schwindelig.
Aber für so ein altes Spiel, das ist schon geil. Also auch so grafikmäßig und so, das passt doch voll. Ich meine, Half-Life 2 hat jetzt keine schlechte Grafik. Aber ist auch gut gealtert, finde ich. Ich finde, Half-Life 2 ist echt gut gealtert. Könnten auch langsam mal Half-Life 3 rausbringen, Alter. Ja. Ist hier Sicherheit eigentlich... ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Ah, okay, warte, das schießt hier raus. Aber okay, und dann, wo soll das hin? Was, wo will ich denn, dass das dagegen schießt? Hier? Nee. Ach, die Wände kann man nicht portalisen, ne? Portalisen. Portaleisen. Okay, ich will, ist okay, ist ja nur Tutorial-mäßig. Ich muss nur hier drüber, ne? Und dann geht das da drauf. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Geil. Sie sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Das ist geil, Mann. Ich mag diese Gags. Half-Life 3 kommt raus, wenn du das Darksiders Let's Play beendet hast. Eyo! Lol's in den Chat! Comedy Chat ist wieder unterwegs. Satirische Gags. Für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Bounce das immer gegen Wände? Oder nur einmal? Okay, wo soll's hin? Ja, so ist auch easy. Da geht's da hoch und da hoch. Gut. Ja, was Schweres, Alter. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Hä? Wie komm ich denn da hoch? Ach, da. Wo ist... warte mal, so. Ah ja. Oh, es ist abgefahren. Guck mal, jetzt kommt das da unten. Und ich sehe mich selber. Mann, das ist verrückt einfach. Wer hat dieses Spiel erfunden? Der muss so ein krankes Brain sein einfach. Das muss übelst... Da musst du übelst das Brain haben, so. Das macht mich verrückt. Boah, wer hat denn den Bob Ross Emote? Den will ich auch haben. Cool. Das sind noch Kinderlevel, scheiße. Solche Sachen kommen raus, wenn man zwei Bier zu viel erwischt. Der Typ ist genial. Ist es einer, so ein eigener Dude? Oder ist es auch einer von Valve? I don't know. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. 8 von 19. Mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ich habe jetzt gerade erst gecheckt, also es gibt insgesamt 19 Level, ne? Achso, Bob Ross gibt's in jedem Channel, nice. Okay, gut. Wusste ich nicht. Profi-Streamer. Okay, jetzt, dann, ich mache jetzt, weißt du was, ich bin aber, achso, warte mal. Wenn ich das abschieße, dann, ja genau, dann kommt das, ist okay, so ist erstmal klar, dann kommt das hier raus und geht dahin. Das ist jetzt erstmal easy. Achso, warte mal, hä? Ach, warte mal. Oh, das bin ich. Ja, nein, jetzt. Nee, das ist jetzt mein Brain. Das macht jetzt mein Brain kaputt. Das Ding muss sich auch bewegen. Aber das Ding kann sich. Oder bin ich nur knapp daneben? Ah, warte mal, jetzt kommt's. Oh, nein, mein Brain, jetzt. Muss ich das irgendwie so machen? Schnell reagieren? Das heißt, wenn's da. Jetzt woanders hin oder so? Nee. Jetzt geht's dahin. Ist es nicht auf der gleichen Höhe? Muss ich irgendwie so machen oder so? Ah! Fast! Okay, wir haben's! Oder wo ist das denn ungefähr? Das Ding, so. Ach, da ist doch so beleuchtet, ne? Ist das deswegen? Warte mal, das muss... Warte mal, einmal durch das... Okay, einmal da durch, dann kommt's hier raus. Und jetzt muss ich hier machen, ne? Galaxy Brain! Achso, wie komme ich jetzt dahin? Ah ja, erstmal hier, denke ich mal.
Jetzt muss ich hier wieder was machen. Jetzt muss ich hier wieder... Ey, das macht mich verrückt. Wie komme ich denn da hin? Ach so. Ah, jetzt ist weggefahren, scheiße. Es ist... Man muss echt überlegen hier, ne? Geiler Bass, ey. Es könnte auch von so einem Drum Bass Song sein. So. Bemerkenswert. Alles gut. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Okay. Jetzt schauen wir mal, huh? Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Wollen wir mal sehen, Süße. Oh ja, also was muss ich jetzt hier alles... Also hier muss ein Dingens drauf. Machen wir erstmal. Komm. Das machen wir erstmal das Einfachste abarbeiten. Wir haben ja gesagt, oh, okay, das geht kaputt, wenn man da durchgeht. Na scheiße. Ja, ist das doch einfach. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Die trollen einen, ey. Warte mal, vielleicht so. Ich hab eine Idee. Ich nehme das hier hoch. Okay. Dann lege ich das hier ab und dann kann ich das ja hier rein. Ach, da kann man nicht durch. Ach doch, aber hier. Hä? Das war gut. Es wäre ja witzig, wenn ich das heute schaffen würde. Ich hab wirklich in meiner Erinnerung das nicht so weit geschafft gehabt. Oder vielleicht. Es ist wirklich, wirklich lange her. Wann kam Half-Life 2 raus? Oh, das ist schon echt hier ewig her. 2002, 3? Oder danach erst? Nee, da war noch Half-Life 1 im Start. 2003, doch, okay. Ja, ungefähr. Also vor 22 Minuten, 12, dann haben wir 2012, 12 plus 7 ist vor 19 Jahren? Nee. 2021! Und jetzt, und 2007! Was? Wie viel ist zwischen 2007 und 2021? 3? 13? 14 Jahre! Das Spiel ist 14 Jahre alt? Und warum ist diese Close so komisch? 69? Oh. Alles klar, alles gut. Nein. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Verstehst nicht. Was soll ich machen hier? Wo ist denn das schon aktive Ding? Okay, da, aha. Das heißt, hier muss man jetzt wahrscheinlich springen, ne? Ah, easy. Aber habt ihr gemerkt, dass ich heute nicht einmal großkotzig war? Oder, angegeben habe, weil ich nämlich das nicht jinxen will. Ich bin gerade ganz humble, weil ich wirklich in Erinnerung habe, darum ging es ja gerade, so lange ist es her, dass es schon ewig her ist und dass ich auf jeden Fall weiß, das habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann geragequittet habe und gesagt, das ist unmöglich und es null gecheckt habe. Und auch selbst mit Internethilfe nicht verstanden habe, was ich machen soll. Aber okay. Spicke. Donny, du bist technisch wirklich nicht so begabt. Ja! Und? Fick ich wie ein Weltmeister. Oh, das stimmt auch nicht. Da kommt es ja auch nicht auf die Technik an, wisst ihr doch. Ach, lass jetzt gut sein, Donny, komm. Mein Gott. Und warum guckt ihr euch den Scheiß an hier, wirklich? Ganz ehrlich, ich hab dir nichts Besseres zu tun. Okay, da ist das Dingens. Aber wie bumse ich mich jetzt da nach vorne? Ich versuche jetzt erstmal. Ach so, klar, wenn ich springe, dann habe ich ja Geschwindigkeit. Wow!
spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Geil. Oder genauer gesagt, wie nicht. Hm. Gut. Easy. Machen wir mal jetzt hier weiter. Hier ist das Dingens. Wo will ich denn hin? Da hoch. Ach so, ja, genau. Und dann aber auch hier erstmal hinlaufen, oder? Nochmal. Oh, wird mir schwindelig. Nee, das war falsch. Oder? Nee, davon da kam ich, ne? Ach so, ich muss wahrscheinlich richtig Gas geben hier. Ah ja! Hä? Okay, jetzt Gas geben, ne? Oh, nee. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. That's what she said. Aber warum ändern sich diese Dinger erst gegen später? Hm. Tobson, danke dir für den Prime Sub. 2 Monate schon dabei. Vielen Dank für den Support. So, jetzt. Wann wird's schwer, ist die Frage. Ah, das ist schon nicht Jensen jetzt. Nee, das ist schon ein bisschen fast schon großkotzig. Hm. Okay. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meiden Sie ihn. Das wird jetzt, das wird schwer. Ich verstehe hier gar nichts. Ich muss erstmal verstehen, was hier los ist. So, diese blaue, das zeigt mir immer, wo ich hin muss, oder? Also, das habe ich noch gar nicht richtig so gearbeitet. So, jetzt muss man mal gucken. Also, das ist ja immer das Ding, was gesetzt ist. So, irgendwie da so ein Ding, so eine Kugel muss da rein wieder. So, und dann muss ich, das heißt, ich muss hier mal dagegen schießen. Irgendwie. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da reinkommen in diese. Ach nee, das Ding ändert sich. Ah, das ist wieder so ein Ändern-Ding. Und hier unten ist Lava oder so ein Scheiß. Jetzt könnte da eine Kugel. Ah, warte mal. Warte mal, wo kommt die Kugel? Hä, wann ändert. Okay, ich muss erstmal schnell jetzt da rein, irgendwie, oder? Nee, da ist Schlamm. Oder was? Ach, Mann, scheiße, nee. Oh, das wird jetzt. Don't fucking understand. Das schießt's raus. Ist hier wieder. Das schießt. Hier. Nee, das schießt jetzt dahin. Ah nee, das jetzt check ich das. Das schießt immer die Portale. Okay. Ah, hier, guck mal. Jetzt sehe ich das. Okay, jetzt, okay, Progress. Jetzt kann ich hier was machen. Jetzt muss ich vielleicht wieder hoch, oder? Nee. Jetzt den, dann kommt das da raus, oder? Wieso geht es jetzt nicht dahin? Hä? Ich dachte, das kommt jetzt. An die. Ach, da schießt da keine Kugeln. Warte mal, ich bin. Hab's gerade verrafft. Hä, wo bin ich jetzt? Wie soll ich denn da reinkommen? Die Tür muss aufgehen wieder. Achso, muss ich die wieder aufmachen? Aber wie soll ich denn da. Achso, muss ich da schnell hin? Nee. Warte mal. Achso, jetzt! Und jetzt. Nee, warte mal. Aber wie krieg ich denn. Ah, nee. Ja! Aber es war Glück! Glaube ich. Ich bin da einfach. Einfach rein! Warum kommen da keine Kugeln mehr raus? Achso. Aber ich muss die Tür wieder aufmachen. Oder?
Ich weiß nicht. Da muss ich hin. Wie soll ich da hinkommen? Was willst du? Wie soll ich da hinkommen? Da ist kein Boden. Kann ich die Waffe nehmen? Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale. Ach so! Können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen? Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Ich bin aber selber tatsächlich drauf gekommen, das ist mir wichtig, mein Gamer-Stolz. Es wurde im Chat geschrieben, ja, aber ich habe es wirklich tatsächlich in dem Moment gesehen. Glaubt mir kein Schwein, egal. So, ich kann jetzt mit dem blaue und mit dem, Ah ja, jetzt können wir alles schaffen, ist ja easy. Ist ja jetzt leicht. Aber wie komme ich denn da hin? Ach, das muss ich aufmachen, ne? Ach so, dann mache ich da einfach so. Ach so, nee, das so einfach geht's nicht. Okay, warte mal, wir machen so. Ich habe eine Idee, ja, ja. Und dann mache ich, wie lange bleibt denn das aber offen, ist die Frage. Weil ich muss ja... Das reicht nicht von der Zeit her. Na, warte mal, okay, das ist doch nicht so einfach. Scheiße. Ich muss erstmal hier wegkommen. Das ist wichtiger. Ah, genau. Nee. Nee, ich muss doch hier das Ding aktivieren. Wie soll ich das denn machen? Ich muss das doch... Ich check schon, ich muss da durch jetzt. Aber das läuft zu langsam und dann ist das Zeug doch aus immer. Kann ich hier drauf schießen? Nee. So einen Sprung schaffe ich hier auch nicht. Das haben sie alles extra fies gemacht, die Schweine. Ich trolle nicht. Wirklich nicht. Chat, wirklich, wirklich nicht. Ich bin tatsächlich so dumm. Aber kann ich... Wenn ich das... Das geht nach ein paar Sekunden aus. Ich muss hier erstmal weg. Nee, aber ich kann das Ding ja nicht aktivieren, wenn ich... Warum? Lauf doch mal schneller! Wie ma... Wo ist denn das jetzt hier? Ach so! Warte mal. Ah! Lass mich in Ruhe, ey. Ist mir scheißegal. Ey. Was weiß ich denn? Ich dachte, ich habe wieder... Vorhin sage ich es doch noch, ich darf nicht so kompliziert denken. Ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Aber habt ihr gecheckt, wie ich gedacht habe? Ja, ne? Aber dann fiel mir ein, ja klar, wenn ich das ja oben... Habe ich ja schon. Ich war quasi schon fertig. Ja, mal gut. Ja, mal gut. Okay. Halber Chat so, nee, wir haben nicht verstanden, was du dachtest. Ey, ihr habt halt kein so geiles Brand wie. Ha, guck mal hier. Ja, dafür kann ich Bonnie haben, das könnt ihr nicht. Geht gar nicht mehr, glaube ich. So, okay, da sind Dinge. Jetzt erstmal umsehen. Können wir mal langsam machen. Okay, hier sind... Achso, warte mal, ist wieder was mit fallen lassen, ne? Dann mache ich das so. Und dann mache ich... mal auch wichtig, das mal auch. So, nee. Ja, doch. Und dann, ja, genau. Und dann fetzt du mich darüber, oder? Klar. Aber wo? Hä? Nee. Achso, nee, ich habe gerade falschen Knopf gemacht. So. Alles klar. Und jetzt einfach... Easy. Step one is done. Kein Problem.
Und jetzt aber muss ich wieder wahrscheinlich noch mit mehr Schmackes. Nicht lange nachdenken. Und jetzt? Ah ja, na klar. Das fetzt uns dann darüber, aber jetzt nochmal springen, ja, ne? Nee. Ja, jetzt ist natürlich wieder was anderes. Jetzt muss man mal gucken. Ah ne, ich kann ja einfach. Aber muss ich da irgendwie drauf sein? Achso, da ist unten. Okay, wir müssen. Ich hab's langsam. Ich kann da jetzt hier wieder. Geil. Okay, und jetzt machen wir die Kugel. Wir machen es natürlich. Wir laufen nicht den ganzen Weg. Wir haben doch zwei Portal Guns. Achso, das geht ja nicht. Ja, warte mal. Kann ich das nicht einfach dahin werfen? Ja, dann laufe ich einfach noch. Ist doch easy. Hä, ist doch voll das einfache Level. Was wollt ihr? Ganz einfach, Mann. Jetzt helfe ich da nochmal hin. GG, Motherfucker. Okay, ich glaube, so weit war ich noch nie. Man darf einfach. Der Trick ist. Don't think complicated. Think like a normal person. No? War vielleicht vorhin doch nur ein Träumer. Ich freue mich richtig für Donny. Ich wünschte, ich könnte das auch nochmal zum ersten Mal spielen. Ja, das ist immer, das stimmt mich immer zuversichtlich, weil so, das denke ich ja meistens, wenn ich andere Leute das erste Mal Dark Souls spielen sehe. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Das ist schon gut, ey. So, jetzt erstmal easy peasy machen. So. Und jetzt da drauf, ne? Okay. Gucken wir erstmal, was passiert. Jetzt ist das oben offen. Jetzt, ach, guck mal, jetzt läuft's auch. Ich bin jetzt richtig drin auch, ja? Aber jetzt kommen wir natürlich in so einen Arschlochraum. Das sehe ich jetzt schon. Erstmal rein, da. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage: Geht das dahin und dann mache ich hier oben eins? Klar. Und dann aktivieren wir das erstmal. Das ist doch erstmal das Wichtigste. So, baller mal rein, komm von hier oben runter, baller das auf, was auch immer das macht. Irgendwas wird schon machen. Hä, wieso kommst du denn nicht raus hier? So. Jetzt haben wir einen. Okay, ich sehe schon, da muss ich wahrscheinlich irgendwie. Ich muss mich wahrscheinlich darauf fallen lassen, ne? Ja, klar. Wo ist denn ungefähr die. So. Und mein zweites kommt dann hier hin. Das ist doch easy. Das müsste passen. Ah, das ist so geil. Das macht auch Bock, ey, muss ich sagen. So, Knopf erstmal. Muss dahin. Ich nehme den erstmal mit hier runter. Oh, wir haben fast jetzt Portal gesprungen. Das heißt, wir machen jetzt hier. Oh, guck mal, was soll das? 1 und 2, sind das so die Steps? Vielleicht kann man auch direkt die so nehmen als. Ja! Easy. Ach, brauche ich ja gar nicht hin. Und jetzt müssen wir was machen? Ist jetzt nicht alles fertig? Hier ist doch ein Knopf drauf. Hä? Ach, da ist auch nochmal ein Knopf. Warte mal, habe ich noch Kisten überhaupt? Hä, ich muss die wieder. Muss ich jetzt die. Oh nein. Jetzt wird's nicht. Oh nee, jetzt ist es doch nicht so einfach. Hm. Weil ich kann ja auch wo. Ich meine, wenn die Tür aufgeht, kann ich ja vielleicht auch irgendwie schon schießen und ein Portal dahinter erstellen. Das heißt, ich kann auf einem der Knöpfe einfach nur stehen, eventuell. Mal kurz darüber. Jetzt ist es offen, ne? Kann ich nicht. Ist nicht schlau so? Ja! Ist doch gut! Das war gut! Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermessen. Habe ich das gerade richtig gelöst oder war das einfach nur tatsächlich ein kreativer Lösungsansatz? Oder geht immer nur eine Lösung? Nicht, dass ich mir selber auf die eigene Schultern klopfen möchte, aber mache ich gerade trotzdem. Okay, vielen Dank übrigens an Knubkai
Furby ist auch wieder mit dabei. Grüße aus Pankow, Grüße zurück. Es war genial, nicht weniger. Oh, danke. Bist du eher mit PC aufgewachsen oder Konsolen oder hast du immer auf beiden gezockt? Immer auf beiden eher. Steffi, danke für den Sub. Okay, ich will's. Ja, habe ich's jetzt gejinxt, ist die Frage. Das müssen wir jetzt gleich sehen, Chat. Es könnte jetzt sein, dass ich es gerade gejinxt habe. Das, was ich mir vorgenommen habe, nicht zu tun heute, ist eventuell gerade passiert. Wir werden sehen, es bleibt spannend. Kannst du ja mal Rost haben, ganz kurz. Musst du alles im Blick haben hier. Ich hab nicht alles im Blick, so. Alles klar, weiter geht's. Mal kurz. Ja, sorry. Alles klar, bin wieder da. Ah ne, jetzt habe ich das. Tut mir leid. Ja, ich habe gerade was Dummes gemacht. Aber naja. Nach dem Lösungsansatz. 14. Übrigens ein schöner Font, finde ich. Sehr. Ja, sehr schlank. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Mhm. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Danke. Ich sollte mal speichern, sehe ich gerade im Chat. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe noch nichts gespeichert. Ah ne, das hat automatisch gespeichert. Ja, guck mal, das speichert immer automatisch. Nee, das passt dann schon. Der macht wahrscheinlich nach Level. Von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Sturmpinkler, wo bin ich hier? Du bist bei mir. So. Also, was ist hier los? Jetzt erstmal umsehen. Hm? Aber es ist jetzt nicht mehr so ein Mindfuck auf jeden Fall. Man ist dann irgendwann drin. Erinnert mich ein bisschen auch an so Zelda Breath of the Wild Schreine. Manchmal. Da hatte ich auch so meine Probleme oft mal. Gerade mit Kugeln, das war nicht so mein Lieblings. So, hier muss also irgendwo noch so ein Geschoss hin. Aber wo ist die Kanone? Und da ist auch noch was. Oh, ich glaube, das ist jetzt echt ein schwieriges Level tatsächlich. Die Schweine haben sich da echt was überlegt. Aber hier ist es jetzt offen. Hä? Kann ich vielleicht mich irgendwie boosten oder so? Guck mal, schon voll die Profi-Moves hier. Fabel V, danke für den Gifted-Sub. Jetzt, hier ist der Ausgang. What the fuck is happening right about now? Aber da kann ich da irgendwie so ein bisschen wieder cheaten? Nee, das geht nicht natürlich, die Schweine. Ja, haben sie schon. Die kennen ihre Pappenheimer. Die wissen genau, da kommt dann irgend so ein Donny an und der versucht dann irgendwelche Mätzchen zu machen. Aber da hat er sich getäuscht, der Donny, haben sie sich gedacht bei Valve. Und prompt so einen Schutzmechanismus eingeführt. Ja, ich frage mich, wo soll denn hier eine Kugel herkommen? Wie komme ich da? Ich bin. Ja, es ist soweit. Ich bin tatsächlich lost. Ich kann das jetzt schon sehen, dass ich lost bin. Manchmal denke ich, ich bin lost, bin aber noch gar nicht lost. Aber ich glaube, ich muss mich irgendwo hinboosten, weil es muss doch einen Sinn geben, dass man hier fallen kann. Aber wohin ist die Frage? Wo fuck ich hin? Kann man sich so weit boosten? Nee, das geht nicht. Aber hier ist auch nochmal... Wenn ich überlege gerade hier... Ich kann ja mal was ausprobieren. Aber probieren geht über Studieren ja in manchen Situationen, ne? Aber wo? So kann es doch nicht gemeint sein, oder? Nee, siehst du? Habt ihr mein Gesicht gesehen? Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es. Gebe ich zu. Hier geht auch immer das Ding hoch. Wann geht das hoch? Immer wenn ich hier... Unten ist Lava, okay. Oder wo? Oh, nee, bitte nicht. Bitte nicht, ich habe Obst im Rucksack. Hier steht... Aber von wo? Wo kommen die Kugeln? Ich sehe keine Kugel... Dingsschießmaschine. Ich gucke jetzt mal an dich in Chat. Ich will das jetzt mal noch selber rausfinden. Ihr könnt euch ja unterhalten, wie ihr wollt. Ich sehe es nicht. Muss man da vielleicht selber irgendwie... drauf furzen oder so?
Boah, ich bin lost tatsächlich. Ich bin einer von den Lost Boys. Da könnte ich mich aber hinboosten. Warte mal, Idee. Pro Byron geht aber Stroud Iron. Das geht, dann hole ich mir die Kiste erstmal. Ah nein! Okay, fail. Scheiße. Ich geh nochmal kurz hoch. Ja, kein Problem, kein Problem. Kein Problem. No problem. No problem. Das ging doch jetzt gut. So, jetzt habe ich erstmal die Kiste. Kiste! Muss hier eine Kiste drauf? Nee, ne? Nee. Hm. Aber wo ist überhaupt ein Schalter? Ach da, ah ja. Ah, okay. Progress. Okay. Und jetzt müssen wir irgendwie wahrscheinlich... Irgend so eine Kanone brauchen wir. Da ist eine. Aber hätte ich jetzt schon das... Okay, warte mal. Ich mach's jetzt schon. Kann man rennen? Nee. Ich bin jetzt mal richtig frech und mach jetzt schon... Boah, richtig... Weitschuss. Nee, so. Naja, bin ich Scharfschütze. Kann ich... Das Bunny-Happen bringt tatsächlich hier was. Also ein bisschen schneller. So. Ach so, jetzt ist aber das Problem hier. Jetzt komme ich da so ja nicht... Ah doch, ah ja, ist ja easy. Ah ja, klar. Und jetzt schieße ich da... Ah ja, easy. Wirklich sehr gut. Hallo? Die Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Hallo? Easy. Fucking easy, GG. Ah, der zweite Teil, hätte ich gedacht, wird schwieriger. Aber das erste war, dass man darüber sich bewusst, na, muss man erstmal drauf kommen. Aber ich habe ein bisschen Blut geleckt. Das macht eigentlich schon, Bock auch. Aber man muss sich echt konzentrieren. Bla bla bla, Mr. Freeman, genau. Okay, hier lädt er jetzt was. Lade da, Team. Lade da. Lade da, 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 da. Lade da, ja. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Thank you for letting us help me help you. Okay, hier kann man nicht durchschießen. Das ist natürlich die Donny-Sicherung. Haben sie dran gedacht, dass ein Schlawiner kommt und einfach da durchschießen will? Haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Verboten. Okay, da muss ich mich jetzt wahrscheinlich irgendwie rausbumsen. Aber Problem. Vielleicht muss ich jetzt sowas machen wie... Man kann ja in die... Ich kann ja in die Decke und dann hier und dann falle ich ja. Mit Geschwindigkeit, ne? Weißt du, ich meine? Muss man da vielleicht Werpen schießen? Das ist jetzt verrückt. Das wird jetzt verrückt, Leute, für euch. Wenn euch schlecht wird schnell, dann könnt ihr jetzt... Müsst ihr umschalten jetzt. Muss man das so machen vielleicht? Und dann halt das Treffen? Nee, oder? Wie zieht man das? Nee, so schnell kann keiner zielen. Ich meine, bis jetzt, dann ist sie wieder geschlossen. Nee. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab's geschafft! Ey, das war pure Luck, Alter, wirklich. Alter, okay, gut, ich hab's nicht gecheckt. Alles richtig gemacht, ja gut. Nee, war natürlich alles... Leute, ich mach da noch Spaß, bin mega schlau. Glaubt doch nicht, dass ich so dumm bin und so lange streamen und geilen Content machen könnte, wenn ich so dumm wäre. Ich bin doch einfach genial! Definitiv jinxed jetzt. Weil jemand durchlaufen kann man ja. Oh, ich mach doch einfach mal. Ich bin immer knallhart jetzt hier. Zack, jetzt muss man auch schnell gehen. Ich hab nicht so viel Zeit hier. Komm, mach auf. Hallo? Ach so, auch wenn ich durchgehe, gehen die Löcher weg. Ach so, okay, gut. Oh, scheiße. Hm. Besserik, vielen Dank für 14 Monate. Beuteschneider auch dabei. So, vielen Dank, liebe Leute, für eure Subs.
Was ist jetzt hier los? Wieso? Ach, hier muss man schnell sein wahrscheinlich. Ha. Okay. Warte mal, ich mach's so. Und dann ganz schnell. Oder? Ne, ach so. Kann ich... Nee. Ah nein, es geht ja auch nicht. Immer wenn ich hier rausgehe, ist es ja weg. Hört auf, mich zu beobachten! Ah, vielleicht irgendwie so? Dass man den... Ich glaube, ich weiß wie! Ich weiß wie, Leute. Passt mal auf. Ich schieb den hier rein. Nee. Ich mach das so, dass der hier... bounced. Und dann... Ah, nee. Wisst ihr, was ich meine? Aber ist doch schon mal gut. Der bounce ist zurück, oder? So, und jetzt... Wenn die Kugel da drin ist, kann ich ja schnell... bumsen. Beide. Ah, war das nicht richtig? Doch! Oh! Was ist heute los mit mir? Bin on fire, Mann! Das ist ja Wahnsinn! Ich hätte... Boah! Bin richtig stolz auf mich gerade. Ey, wirklich, das war gut. Für andere mag das einfach sein. Für mich ist das eine absolute gehirnliche Meisterleistung, die ich nicht gewohnt bin. Sven Weng, danke für den Sub. Herzlich willkommen. Zurück. 7 Monate. Thanks. Nice to see you again. Weiter geht's. Das ist nicht mehr mein Donny, sagen die Leute. Ja gut, sorry, ich habe mich jetzt halt auch ein bisschen gebildet. Corona, ein paar Bücher gelesen. Ich komme Gina Wild zum Beispiel. Tolles Buch. So, hier ist wahrscheinlich wieder irgendwas mit Speed aufnehmen. Ah, hier, guck mal, ballern. Uff. Lass mal machen einfach. Und... Ah, ich hab Schiss hier. Ich glaube, hier muss ich wirklich das mit diesem Geschwindigkeit aufnehmen machen Ding, oder? War das nicht echt so ein Ding, dass man das manchmal machen muss? Und jetzt? Oh, hier. Whoa. Okay, weird. Okay, warte mal kurz hier rüber. Jetzt ist mir langsam schlecht. Ich soll noch mal die Schilder auf dem Boden angucken. Let's do that. Ach so, also... Eins... Ah ja. Aber... Ja, nee, klar, aber... Mach das erstmal. Wie kriege ich denn so viel Speed, dass ich überhaupt da so weit falle? Das ist das Problem, mein Freund. Mein Freund. Ach so, hier. Ah ja! So und dann. Nee. So geht das auch nicht. Aber vielleicht so? Aber hier kann man ja nicht drauf schießen. I don't know. Schwierig. Vielleicht so? Ah, okay. Fail! Kann ich das nochmal neu setzen, die Scheiße? Okay, aber ich glaube, das reicht sogar vom Fall. Weil mich macht diese hohe Decke hier so skeptisch. Hm? Kennt ihr das Wort skeptisch? Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Und dann nochmal schießen? Ja, das stand da drauf. Okay, dann machen wir. Okay, geil. Es ist cool. Gefällt mir. Okay, und dann schießt man einfach nochmal. Let's go, all in. Oh, fast. Geil. Okay, aber wie kriege ich noch mehr Speed drauf, ist die Frage. Oh, ich tue da immer mich übelst verkrampfen bei sowas. Da muss ich immer so mitgehen. Okay. Nochmal. Ich glaube, es ist besser, wenn ich wirklich so das weit nach hinten mache, weil dann springe ich richtig weit. Ne, ist ein bisschen zu weit. So. Nein, wieso kann man... Das Aim ist nicht gut. Gut.
Oh Mann! Oh! Danke. Scheiße! Hä, wie macht man das? Nochmal. Ach so, aber das geht irgendwie nicht. Ich mach's mir schwer, ne? Ja! GG! Ach, sind noch gar nicht fertig, das Level. Ja, komm, den Rest schaffen wir ja wohl mit links. Okay, was ist jetzt hier wieder los? Hier muss man wieder die Scheiße machen. Und sich darüber fetzen. Aber where is the other thing? Hä? Hä? Bei Tooltime. Hä? Okay, das. Wie komme ich. Jetzt ist jetzt scheiße irgendwie auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja nichts zum runterfallen lassen. McFoley, danke für 14 Monate. Welcome back. Was ist hier los? Hm, nur gucken, was um die Ecke ist. Kann ich ja machen. Ich habe eine Portal Gun. Okay, gut. Also hier muss auf jeden Fall eins hin. Das ist schon mal klar. Die Kugel müssen wir halt irgendwie dann da hinschießen. Wir müssen da ein Portal machen, damit die Kugel... Oh, es ist echt schwierig, Leute. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Das reicht nicht, ne? Muss ich wieder vielleicht da ganz rüber? Ah, warte mal, ich weiß wie. Ha! Ich kann auch die blauen! Ah, nee, das geht nicht. Scheiße, ich dachte, ich wäre schlau. Dann könnte ich jetzt hier wieder rüber und mich da fallen lassen, da hinten. Aber das geht ja auch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt angekommen an dem Level, was ich nicht schaffen werde. Aber ich bleibe positiv. Wie soll das gehen? Ich kann mich ja hier jetzt nicht irgendwo runterfallen lassen, sodass ich einen Boost kriege, um da durchzukommen. Das ist klar. Da fragt man sich doch, was soll das? Ne? Jetzt dachte ich kurz, ich kann da durchlaufen. Ich habe die Mechanik gerade gelernt. Ja, ja, Chat, aber ich kann ja hier nicht durchschießen, ne? Also ich hab... nur, dass ihr mal meine Logik versteht, ne? Ich nehme euch mal mit in die Reise in Donnys Kopf. Ich habe das so verstanden, ich kann mich jetzt hier nur so boosten. Ach so, warte mal, vielleicht muss ich wieder auf den Boden schießen. Ah ja. Ah, ich glaube, ich's verstanden. Ja, ja. Nee, nee, klar. Warte mal. Jetzt mach's mir zu kompliziert. Aber warte mal. Ja, ja, ich bin ganz aufgeregt. Ah nee, ich muss anders machen. Okay, warte mal. Ich mach's so. Und dann kann ich auf den Boden schießen. Ist doch geil. Ah ja. Geil. Oh, jetzt komm ich aber durcheinander. Okay, geil. Yes, Mann. Ah, ich hab's. Ja, ja, aber das... Das meine ich, das ist nicht mein Brain einfach. Das ist nicht mein Brain. So, jetzt kommt das nächste Rätsel. Scheiße. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir... Ah ja, ist ja easy eigentlich. Okay, dann kommt das da rein, dann geht das da raus. Bang, bang, bang. Und muss ich aber das Ding wegmachen, das Portal wegmachen, schnell. Ja, gut, ne? Haha, yes. Okay, jetzt... Oh, ich muss wieder mich rüberfetzen, oder was? Nee, wie komme ich denn jetzt wieder rüber hier? Problem. Problem, Houston. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da rüberkomme. Muss ich nicht dahin? Ah. Wieder, muss ich wieder so irgendwie mich jetzt fetzen? Rüberfetzen? Aber das geht nicht. Ich verstehe das nicht.
Was fetzt mich denn darüber? Das muss doch reichen eigentlich, oder? Und dann wieder wie vorhin. War doch gut. Ja, mach doch einfach. Spring da rein. Okay, ich bin zu langsam. Okay, nochmal. Ja, nee, komm. Man muss es machen, sodass man hüpfen kann. Mann, das war doch schon offen. Da war doch schon ein Ding. Ist doch. Okay, nee, nochmal. Mann. Mann! Scheiße! Oh! Hallöchen. Oh, jetzt kann ich mal richtig fetzen hier, guck mal. Oh, jetzt geht's aber ab, du. Das reicht ja schon einmal. Ja! Haha, ich mach's auf meine Art und Weise, ihr Schweine. Ach so, shit. Oh, das war dumm. Ja, gut, okay. Gut. Nein! Ich bin tot zum ersten Mal. Warum muss ich das von vorne machen? Nee. Okay, aber das habe ich gleich verstanden. Ja, das ist eher so mal für mein Brain gemacht, die Übung hier. Das ist für mein Brain gemacht. Ah, ich war zu langsam, oder? Nee. Jetzt fahre ich erstmal hier weiter. Ah, nee, ich lauf in die falsche Richtung, scheiße. Nee. Da müsste jetzt einer kommen, oder? Ja. Und. Das war gut. Oder? Ja. Das ist. Nein! Ich bin wieder am Anfang. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin im Kreis gelaufen und bin wieder da, wo ich am Anfang war. Ja. Okay, gut. Ja, ihr wisst natürlich alles immer, ne? Ach, so schlau. Guck mal, der Donny. Oh, nee. Das ist nicht richtig so, Donny. Machst du falsch. Du stirbst wieder. Die Pfeile. Ja. Nee, ist klar. Weiß ich doch. Bin da auch. Aber das ist hier alles nicht so einfach. Nein! Oh Mann! Das wird mein Kryptonit, dieses Scheiß. Das ist nur noch der letzte Kackteil. Das schaffe ich jetzt nicht. So, immer mal so um die Ecke einfach. Richtig geil. Lasst mich in Ruhe, hört auf. Mache ich das wieder mir zu schwer gerade? Muss ich einfach nur laufen, aber ich habe das Gefühl, man muss sich voll beeilen. Und jetzt. Ich schick die Pfeile nicht! Warum ist. Ach, da ist es doch! Hahaha, ich mach's auf meine Art und Weise. Oh, das hat mich gerade so fertig gemacht mit den Pfeilen. Boah, kann das sein, dass die Pfeile irgendwie links und dann wieder andersrum waren, sodass man extra durcheinander kommt? I don't know. So, hier ist ein Dingenskirchen. Das muss irgendwie jetzt hier irgendwo raufgeballert werden, ne? Oh, ey, das ist so fucking schwer alles. Das macht mein Brain kaputt. Aber ich glaube, das Streamen des Spiels hilft mir tatsächlich gerade, weil ich glaube, privat habe ich das schon. Vorher hatte ich das damals schon früher abgebrochen. Aber so, jetzt bin ich angespornt, hier auch gut abzuliefern, sozusagen. Finbö, danke für 7 Monate. Vielen lieben Dank. Okay, was geht jetzt hier ab, wenn ich das auf. Oh nee, wieder mit so einem Zeitding. Was? Das geht auf. Ja, was bringt mir das? Gar nichts, Schweine. Da hinten ist auch nochmal so ein. Das ist nochmal so ein Schalter, ne? Aber da komme ich. Muss ich mal rein, ne? Dann machen wir es so. Ah ja, so muss man das machen. Und dann, aber jetzt muss ich ja quasi dann. Oh, Alter. Ich weiß, wie es geht. Ich mache das, was ich gerade gemacht habe. Dann schieße ich eins da rein und eins da rein und bam, 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 bam. Alter, das ist gut. Und jetzt kann ich auch gemütlich das machen hier. So, guck mal. Eins. Zwei. Wie stark war das? Hä? Ach so, ja, geht's auch. So geht's auch. Nee, so geht's nicht.
Aber ich glaube, die Idee ist richtig. Die Idee ist, glaube ich, richtig. Nee, das passt schon. Ich muss das nochmal machen hier. Also nochmal hoch. Nee, das ist schon eine gute Idee. Air Canada, danke für 12 Monate. Jubiläum, auf jeden. Vielen Dank für ein Jahr Support. Crispy Bacon, auch wieder da. Den Nickname kenne ich wieder. Danke für 6 Monate. Portal Beste. Freut mich, dass es euch gefällt. Mir gefällt es auch. Bin sehr froh, das hier spontan gewählt zu haben. Das ist eine coole Nummer, das macht Bock. Ich glaube, ich muss ja ganz ruhig machen. Ich glaube, der Gedanke ist schon richtig. Ich habe es nur nicht schnell genug geändert. So, ich mache jetzt hier schon mal den hier. Das ist schon alles ganz schlau, was ich gerade mache. Das passt schon. So, und jetzt kann ich ja ganz in Ruhe hier sozusagen... Ich mache gleich die beiden Dinger. Da muss ich aber sofort Ding, Ding machen. Dann geht's. Also Ding, Ding. Ja. So. Ding. 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 Ja! Wissen Sie, dass Sie den Mädchen-Selbstwertfonds von Aperture Size 1 oder 1 ich bin richtig stolz. Können? Ganz recht. Das ist nicht schlecht gerade, Mann. Für meine Verhältnisse. Ist nicht meine... Eigentlich meine Stärke, dass ich spiele, aber das, was ich hier gerade liefere, ist gut. Come on, aber ich bin gespannt. Brausinger, danke für 4 Monate. Fuchs ist auch dabei, vielen Dank, herzlich willkommen für den Prime Sub. Danke, dass du mir deinen Prime Sub rüberschiebst, das ist nett. Stonks. Ja, und weiter geht's. Das war Level 15 oder 16? Oder sind wir... Sind wir fertig? Naja, vor knapp 700 Leuten will ich das auch nicht spielen. Ja. Warte mal, war das Level? Nee, habe ich das jetzt gar nicht so richtig geehrt? Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie ich habe es beendet! Eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Nee, 16 von 19. Okay, alles gut. Ihr habt doch noch ein paar Level. Okay, ich dachte schon, ich war fertig. Ihr habt gekappert. Oh, ja. Ah, nee, jetzt kommen da doch... Ja, nee, da kommen jetzt Erinnerungen. Da kommen jetzt doch Erinnerungen. Diese kleinen Arschlöcher kenne ich noch. Nee, das ist richtig scheiße. Das glaube ich, das hat mir das Genick gebrochen damals. Fehlfunktion. Die sind aber süß. Fehlfunktion. Wer da? Alter, chill mal. Ciao. Jetzt bist du weg. Ich hasse dich nicht. Ich hasse dich nicht. Alter, wie aggressiv die sind. Ich muss die nur umstoßen, ne? Dann kennen die nicht mehr. Die sind irgendwie süß. Okay. Okay, man muss die nur umstoßen. Das geht ja. Kann man das als Schild nehmen vielleicht? Ja. Der geht doch, oder? Ist doch richtig, oder? Oh, das war er. Ich mach euch alle platt hier. Ich bin der Traktor. Ich bin der Traktormann. Ich verzeihe dir, ich bin dir nicht böse. Das ist ja voll geil. Wieso ist der Protagonist ein Mensch? Ist das Teil 1? Ja, das ist Teil 1. Ich hab nur peripher am... Oh Mann, ich wollte gerade sagen, ich hab nur peripher am Rande mitbekommen. Das ist halt... Ne? Jetzt merkt ihr mal, warum ich mich so freue, dass ich hier so weit komme gerade. Eigentlich liegt es außerhalb meiner Kapazität. Hä? Ja, von hinten? Oh. Nee, hä? Warte mal. Jetzt habe ich. Jetzt bin ich durcheinander. Nein! Don't kill me! Ich komme mal nicht schnell genug weggekommen. Aber die bleiben... Ah, ne. Ich wollte gerade fragen, ob ich tot bin. Ich bin der Traktormann. Wieso gehe ich nicht... Ich kann doch alle einfach mit Schild wegballern. Ich hab sowas aber nicht gedacht, oder?
Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Scheiße, okay, nochmal. Boah, ey Leute, chillt doch mal. Okay, warte, ich mach's lieber so. Lass mich doch vorbei hier! Hallo! Ich komm da nicht vorbei! Hallo. Die sind voll cute. Kritischer Fehler. Ah, hier ist wieder Zeug. Ganz cool, die ist halt anders als der Rest des Spiels bis jetzt, aber das finde ich irgendwie auch ganz geil. So, warte, ich muss irgendwo anders. So, mach einfach so. Haha, bin ich hinter dir. Ciao. Nee, bitte umfallen. Danke. Ist auch eine coole Mechanik, finde ich, die Dinger hier. Ist ganz anders als die anderen. Jetzt muss ich noch eine Kiste, brauche ich. Okay, oder kann ich so einen da drauf legen? Why not? Ich bin mal so verrückt. Okay, was mache ich jetzt aber? Nein, oh nee, ich mach's gerade nicht schlau. Jetzt muss ich mal hier kurz. Warum ist hier so Zeug? Ah, hier ist auch nochmal so ein Dingens. Mal aufräumen hier. Was ist hier los? Wieso gibt es keinen Aufräumen-Simulator? Das würde ich auf jeden Fall im Stream spielen. Okay. Die Schilder lesen. Aber wollen wir mal. Immer dieses Verlangen nach Lesen. Leute, ich lese nicht. Ich bin intuitiver Gamer. Hier ist so wie Zeugs drin. Das ist ja ganz interessant. The cake is a lie. Cool, das ist so ein bisschen. Hello. Can I help you? Das ist ja fast irgendwie ganz. Ist ja verloren-mäßig. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist das so ein Easter Egg? Mit dem Main Game oder so? Ist ja voll cool. Hm. Finde ich nice. Trackst zwar nicht ganz. Vielleicht sind diese kleinen Roboterchen eigentlich gute. Oder so. Hm. Was steht denn auf dem Schild jetzt hier auf dem ersten? Also hier steht einfach, ja, dass die einen killen. Aber was stand denn ganz am Anfang? Da nehme ich mir nochmal kurz die Zeit. Ist ja ein ganz schön großes Level hier. Dass die einen killen. Aber was ist hier das? Kiste... Okay. Jetzt wollen wir es auch zu Ende bringen, oder? Heute. Würde ich sagen. Das, was ich mir jetzt nicht nehme. Das... Vielleicht ist das hier auch nochmal irgendwie... Oder... Nee, da kann man nichts machen. Nee. Geht's weiter. Nehmen wir so eine Kiste mit, einfach mal sicherheitshalber. Ah, okay, war noch hier. Hier steht auch irgendwie was. Ich meine... Dass hier Kisten rauskommen? Und dass man aufpassen soll, dass die nicht auf den Kopf fallen? Okay, deswegen sind da so viele? I don't know. Okay, ich schilde mich jetzt mal mit dem wieder. Aktiviert. Warum ist denn das Portal nicht offen hier? Warum ist denn das nicht offen? Geht das nicht?
Warte, was ist denn, was mache ich denn da falsch gerade? So geht's. Ja, das ging auf der anderen Seite irgendwie nicht richtig. Fehler vom Spiel. Bin ich hinter dieser Lampe? Ich hasse dich nicht. Das ist cool gemacht mit diesem Ich hasse dich nicht. Das ist irgendwie süß. So, jetzt kann ich hier aber nicht durchschießen. Ah doch. Ach, oh, man kann schießen, aber nicht durchlaufen. Das ist ja easy. Naja, dann muss ich ganz schnell. Das ist doch kein Problem. Hau ab. Wir haben es geschafft. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Felix Aleli, danke für 2 Monate schon. Prime Sub, vielen Dank. Freue mich schon auf den Kuchen. Gibt's Kuchen am Ende oder was? Das ist jetzt Level. Es müsste jetzt Level 17 sein. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Mit Herzen drauf. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ach so, ich muss erstmal den benutzen, um hier hinzukommen. Got it. Kann ich den aber hier oben da mitnehmen wieder? Naja, wenn man sich bückt, geht's. Schieß halt. Naja, muss man gar nicht bücken. Oh! Okay, da hat es gerade kurz gehämmert. Zur Hölle? Das ist ja interessant. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und was passiert? Hier. Ich checke das nicht. Muss ich den vielleicht schon mal hier Arrivederci-mäßig? Und dann nachher, wenn ich da bin, den blauen machen? Wahrscheinlich schon, ne? Und jetzt erstmal vor dem Schützen, die killen einen ja? Das ist ja alles die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment. Muss ich aufpassen, dass ich den nicht nochmal bouncen lasse. Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Und? Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Muss ich den jetzt so machen? Macht das Sinn? Cheat mich jetzt einfach hier durch. Hä? Boah, nee, jetzt kommen voll die schweren Level zum Ende hin. Das Enrichment und warum rede ich jetzt gerade, als komme ich aus Badenz? Dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Kann man nicht einfach so ein bisschen mobile hier? Haha, sind wir da gerade? Nee, oh doch, haha, ja lol. Ja, easy, kein Problem, mach's auf meine Art. Cheesen. I'm gonna cheese this game like a motherfucking cheese ball. Ah ne, ich brauch die Scheiße hier, um das jetzt hier zu dingsen, ne? Aber hatte ich nicht einen? Ah ne. Aber ich kann doch hier so machen. Ist doch kein Problem. Freunde. Dann machen wir das doch einfach hier hin. Wo liegt das Problem? I don't know. Kugeln wir mal mit. Schmeiß ich in den Raum! Schmeiß die Kugel durch den Club und schreib. Nee, warte mal. Aber jetzt geht das nicht richtig. Es muss dahin. Nee. Und dann so bouncen, ne? Ja! War es stark, wie war stark? Weil ich kann nicht richtig reden. Jetzt geht das hoch. Hm. Jetzt erstmal gucken. Kubus? Sei ein guter Kubus und stell dich mal hier hin. Das wird bestimmt was bringen. Da brauchen wir Bauer noch einen. Puh, das ist ja alles. You want the easy or the Donny way, sagt Chat. Aha. Always the Donny way, man. Hier kann man aber nichts. Oh, hier muss man vielleicht mit der Kugel das so manuell bouncen, glaube ich. Ja, ja, nee, nee, das machen wir. Oh, kein Problem. Lass mich auch nicht lumpen, du. Ich bin doch ein alter Lumpenmann. Lumpensack, Lumpenmann, Lumpensack, Lumpenmann. Hier so, oder? Okay, nicht ganz. So.
das ja. Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Oh, Lore? Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Das ist voll süß, die haben irgendwie ein Eigenleben oder was? Okay, jetzt hier kommt, hier steht. Ne, hab ich gemacht. Did I do it? Diddy. Jetzt frage ich mich gerade, was jetzt hier los ist. Jetzt warte mal, muss ich den vielleicht hier oben? Was passiert jetzt? Kommt jetzt hier einer raus? Oh ne, da muss einer rein. Okay. Warum kann ich mich dann bücken? Wir müssen uns nochmal einen holen. Aber wo kriege ich jetzt nochmal so ein Ding her? Ja, geht ja gar nicht. Ja, ist doch scheiße. Jetzt muss ich ja wieder da hoch. Oder? Warte mal. Kommt da nicht? Okay, warte. Jetzt muss der Blaue einfach dahin, wo die Kugeln rauskommen. Die hier. Aber warum kommt denn hier keine mehr raus? Ich habe eine Idee, Leute. Guckt mal an. Ich bin jetzt mal wirklich komplett einfach im All-In-Modus und übelst schlau. Aber komme ich jetzt wieder zurück in den anderen Raum? Bin jetzt mal sehr gespannt. Ich muss ja jetzt nur auf den Ding mich stellen, oder? Und dann mich bücken. Wenn ich das richtig verstanden habe. Es müsste doch eine Kugel kommen. Ja, guck mal. Right on! Right on, baby, baby! Right on, baby, baby! Fuck yeah! Aber wo geht's jetzt weiter? Was ist das jetzt? Ich habe die beiden Dinge... Achso, jetzt ist wahrscheinlich wieder ein Aufzug abgegangen, da. Donny, wie reden Badner? Ei, Badner reden immer so. Alles ist eine Frage. Ich habe immer das Gefühl, alles ist eine Frage bei den Badnern. So, jetzt muss ich ja nur quasi... Das Level hat's in sich, ey. Nee. Ich bin gut, oder? Voll gut! Andi, danke für die 200 Bits. 100 Bits, meine ich. Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Das macht mir richtig Freude. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten. Jetzt geht's hier noch weiter. Und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Ach so, ich muss den jetzt killen? Oh, nee. Peace bad, man. Und jetzt? Ist jetzt hier wieder irgendwie nicht so geil. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Wie macht man das auf? Warte mal, ach so. Scheiße. Reicht das, um das zu holen und dahin zu linksen? Der Begleiter Kubus ja. War bisher ein treuer Kumpan. Kann sie beim Rest des jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen gereicht. Und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Mach's gut. Sie haben ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein Monster, Leute. Feels bad, man, in den Chat, Leute. Traurig, smiley. Okay. Gleich sind wir fertig, so. Bin ein Schwein. Ich weiß, Leute. Ich musste es tun. Wir haben uns auseinandergelebt auch. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen.
Okay, ich habe jetzt direkt eine Vermutung. Wenn so, das ist hier schon verdächtig. Hier kann man doch bestimmt sich quasi tatsächlich mit dieser Art Boost boosten. Ach, hier geht's nicht, oder was? Doch, weißt du, ich meine? Dass man dann... aber ich darf nicht so... Ich muss beim ersten Mal schon rein. Und dann da hinschießen, oder? Wieso? Oh yeah! Ey, ich werde hier noch zum Pro, Alter. Oh, wieder ein bisschen Lore. Ich finde das eigentlich ganz cool. Was hier so geht. Hm. Ist das wirklich wieder nur Lore, oder? Never. Not never. Warte, ich muss kurz mein Wasser holen. Warte mal. Dieses Let's Play wird Ihnen präsentiert von Gurkenglas, dem einzigen Glas für echte Männer von Welt. Wir machen das auf jeden Fall fertig heute, und wenn wir es mit Hilfe machen, aber das ist doch ein geiler, da haben wir so einen schönen Abschluss, und dann haben wir das habe ich noch nie, glaube ich, gemacht, einen Stream, der quasi ein Spiel beendet. Ich habe auch gar nicht gewusst, wie lange das Spiel da, geht. Ich habe einfach mal gestartet, ich wusste gar nicht, dass es relativ kurz ist, aber ich glaube, ich habe es so geahnt, aber hier ist wirklich nur Lore, oder? Ich finde es irgendwie ganz geil, irgendwie, was hier so abgeht. Oder ist hier tatsächlich irgendwas Wichtiges vielleicht sogar? Hm. Zu ungeduldig hier, komm. Vielleicht schaffen wir es, bevor es wieder hell wird. Oh nee, jetzt kommen schon wieder die Gags. Es ist wirklich so schwer jetzt. Wir gucken mal. Ich verspreche nichts. Aber hier sehe ich doch schon... Okay, da... Nee, das ist ja echt fies. Also hier eins, dann hüpfen... Und dann da landen. Das geht doch. Okay. Man darf einfach nicht nachdenken. Okay, hier geht's. Hm. Jetzt habe ich das ja da noch. Muss ich dann... So ein fucking Mindfuck, Alter. Nee, ist ja einfach. Warte mal. Ich denke zu kompliziert schon wieder. Das ist ja wirklich einfach. Ich muss ja nur hier hin. Okay, alles gut. Und jetzt wird's aber langsam tricky. Nee, das geht auch noch. Hä? Ich bin skeptisch, dass das so einfach ist gerade. Warum ist das gerade noch so einfach? Die haben mich doch... Die wollen mich doch verarschen hier. Da kommt doch irgendwo ein Haken gleich noch. Jetzt zum Beispiel. Oh, guck mal, da... Kann man sich dahin fetzen? Ja, oder? Ich fetze mich dahin. Ja! Okay. Hm. Ich brauche eine Kiste. Hm. Mal gucken, was es macht. Wir können schon mal rausgehen, auf jeden Fall. Boah, Leute, ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Es ist 12 Uhr, ich habe gar nicht mehr den Brain für sowas gerade. Auch noch. Die kleinen Schweine schon wieder, ey. Scheiße. Ich habe ja keine Kiste zum Ablegen, das geht ja eh nicht. Also ich glaube, hier muss ich erstmal weg. Ich mag das nicht, wenn die sich drehen. Wo könnte ich denn was hinschicken? Ich muss ja die Dinger töten, oder? Und dann
Jetzt kann ich da nicht mehr. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr zurück. Jetzt machen wir das und dann kommt. Nee. So, und dann schießen wir den einen erstmal ab. Ja. Easy. Schießen wir den. Aber wir schießen die nacheinander alle ab. Das ist doch easy. Man weiß. Ja, okay. Was hängt jetzt wieder? Okay, gut. Hätte ich auch jetzt schon nehmen können, egal. Wir warten aber, bis sie es dreht. Wir haben Geduld. Ja, okay, wir machen es so, komm. Mann, ich war zu langsam. So, jetzt aber. Machen wir den weg? Das ist doch cool. Okay, wir machen das eins nach dem anderen. So, jetzt kommt da eine Kugel hin. Da, schnell. Ah, ich war zu langsam. Doch, nee, passt. Und jetzt ist das weg. Stopp! Oh nein! Das war voll knapp. Hä, wieso? Wieso hat er nicht getroffen? Müsste doch passen. Ja, okay. Okay, jetzt können wir hier mal gucken. Da hinten die Kiste brauche ich. Wann geht dieses Ding an? Oh! Wo? Da ist schon noch einer. Ach, da! Aber den kann ich doch so machen, oder? Aha. Wow, wow. Ciao. Kann man da vielleicht? Nee. Boah, Leute, das ist echt mein Fuck. Naja, da komme ich nicht durch. Und vielleicht muss ich. Kann man das. Nee. Ich muss ja hier wieder zurück auch kommen tatsächlich. Aber wie komme ich jetzt wieder hier? Das ist ja so ein Ding, was rausgefahren ist, aber wie kriege ich das jetzt wieder. Wie komme ich da wieder raus hier? You know what I mean? Hm. Da unten ist eine Plattform, warte mal. Die kenne ich ja noch gar nicht. Wo ist denn die denn? Vielleicht kann man sich. Hä? Was? Ach, das Ding hat mich getroffen. Connection rejected by game, was? Oh nee. Von einer Viertelstunde das letzte Mal. Hm, irgendwas funktioniert nicht. Warte mal. Ich hatte nämlich gerade eine Idee, da war nämlich unten eine Plattform. Da kann man bestimmt sich drauf fallen lassen und sich dann rüber bumsen. Vor 2 Minuten das letzte Mal, okay. Ich guck mal, Spiel laden. Aber ich sehe hier nichts. Das ist. Nee. Guck mal, 2010 habe ich das tatsächlich schon mal gespielt. Hat er sich das gemerkt? Also ist es dann 11 Jahre her, gut. Ist ja lustig. Vergangenheitsdauer, die kam nicht weiter als Level 16. Haha, der Idiot. So, welches nehme ich denn jetzt davon? Das hat irgendwie nicht geklappt. Oh, Leute, da kann ich jetzt. Da kann ich jetzt leider nichts machen. Ich glaube mal das andere. Das drunter. Ja, irgendwie war da ein Fehler wohl. Aber es ist doch okay, ich habe die Dinger schon gekillt. Okay, alles klar, ist alles gut. Alles gut, okay, okay. Weil ich habe hier nämlich entdeckt, dass da, das habe ich gerade entdeckt. Da können wir uns doch bestimmt irgendwo rüber hauen. Aber die Frage ist, wohin? Ich meine, so weit werde ich nicht kommen, oder? Ich meine, das tut einen schon ganz schön. Warte mal, da ist doch eine Kiste. Hä? Ich sehe die Kiste doch. Nee, das reicht nicht. Okay, gut. Deswegen sehe ich die Kiste. Okay, macht Sinn. Okay, das wumst einen nicht rüber. Aber vielleicht hier so? Komme ich dann da drauf? Ah, nee. Glaubt ihr, das ist aber richtig?
Wirkt ein bisschen nicht richtig. Ich meine, das ist zu, hängt zu hoch. Warum sind die Dinger hier auch offen? Was ist das überhaupt? Das ist alles... Ich muss zum Würfel, das ist klar. Das ist klar, Freunde. Der ist da drüben, aber da kann ich ja nichts anschießen, das ist das Problem. Das ist ja dieser komische andere Material. Ich muss diesen diesen Lift zum Laufen kriegen. Also ich habe jetzt diese ganzen automatischen Schießanlagen zerstört. Okay. Und das muss auf jeden Fall, ist das irgendwas hier da unten. Problem ist, ich komme hier nicht mehr zurück. Das war hier vorhin offen, da hätte ich mal durch so, weil das hat sich ja so angeschrägt. Und damit kann ich mich ja hier rüber lunzen. Das verstehe ich schon. Das wird auf jeden Fall reichen, wenn ich mich hier so reinschmeiße. Aber... ist immer gut, sich erstmal anzugucken, was macht. Ja, ja, nee, das habe ich schon tatsächlich gemacht. Ich sehe ja schon, das dreht sich ja immer... Da ist doch auch noch ein Schalter hier. Warte mal. Ha! Das ist doch eine Idee. Ich lasse das den Schalter mal mit von so einem Bommel abdingsen. Geht das nicht? Achso, aber kann ich das vielleicht irgendwie so? Ha! Mit dem Sprung! Ah, warte mal, jetzt? Ah! Okay, wir müssen das taktisch machen. Da muss eins hin. Und dann... Oh, nee, Leute. Das ist ja übelst schwer. Aber wie mache ich das? Dass ich jetzt hier hinkomme? Hä? Warte mal. Da muss doch... Ich muss eine Kugel hinkriegen, die... von da nach... da geht. Oh! Voll gut, Mann! Boah, fuck yes! Fuck yes, Clap! Übel nice! Das war gut! Yes! Ja, ja, das macht jetzt Sinn mit diesen Dingern. Da weißt du, wo man hinschießt. Jetzt aber dann macht das andere macht mir Schiss. Das heißt, es muss auch so irgendwas. Oder ist das vielleicht eine andere Geschichte? So, was ist hier vorne? Komme ich da überhaupt irgendwo hin? Nee, ne? Das muss ja hier irgendwie weitergehen. Ach so, kann ich ja auch machen jetzt. Ja, genau. Und jetzt? Ist das an? Auch wieder Zeit? Das Ding wieder. So, vielleicht muss ich da auch wieder jetzt so. Warte mal. Ah, nee. Ah, aber die Idee ist, glaube ich, richtig. Ich glaube, die Idee ist richtig, tatsächlich. Oder kann ich einfach wieder zurück, wenn ich da hingehe? Ich könnte so könnte ich es auch machen, eigentlich. Ich mache es gerade zu kompliziert, glaube ich. So. Ah. Und dann gehe ich da einfach so wieder rüber. Ja, es geht doch. Mache ich mir schon mal auf. Hä? Nee, habe ich da nicht. So, schnell. Jetzt kann ich ja wieder zurück. Und das kann ich ja auch so aufmachen. Ist das nicht gut? Doch. Jetzt erstmal gucken hier. Und was war jetzt eigentlich, wenn man das angemacht hat? Hier war doch auch noch irgendwie, hier muss ich noch eine Kiste drauflegen am Ende, ne? Das ist das hier einfach. Okay, wir machen es jetzt wieder mit, wie ich eigentlich gedacht habe. Dang. Dang. Komm, schnell. Das muss sitzen jetzt, komm. Ja.
Ja. Und jetzt haben wir die Kiste. Yes. Oh mein Gott, das ist ja übel geil. Macht so Bock. Jetzt machen wir den. Nee, jetzt. Okay, erstmal ist die hier schon mal gut, aber nicht, dass es hier irgendwie wieder. Jetzt muss ich gleich wirklich wieder das machen wie vorhin. Nochmal rüber da. Das ist jetzt halt so. Genau, wir machen hier schon mal den hier. Einfach gemütlich rüberfahren. Hier wieder ankommen. Es war ja tatsächlich gar nichts mit dem hier zu tun. Der hat mir ja irgendwie immer. Das hat mir immer so ein bisschen. Warum war da hier an einer. Naja, egal. So, wir haben den blauen, das heißt, wir machen den orangen jetzt hier. Jetzt nicht sterben oder so, unnötigerweise. Ja, genau, wir sind. Okay, und jetzt können wir die Kiste nehmen. Und ganz frech hier rein. Kiste drauflegen und dann müsste es eigentlich weitergehen. Ich hoffe einfach, dass das Level zu Ende ist jetzt. Jetzt müssen wir erstmal wieder darüber kommen. Scheiße. Ah, ne, geht ja. Ist ja easy. Nee. Scheiße, wie komme ich jetzt da rüber wieder? Muss ich da echt jetzt ein bisschen so einen Umweg gehen? Ja, okay, passt doch. Ja. Ja, scheiß drauf, dann gehe ich halt hier nochmal raus. Es ist immer noch nicht vorbei, das Level. Was geht? Wo sind wir denn jetzt? Was ist das für ein Horror-Level? Reicht nicht, ne? Shit. Was ist denn hier los? Ah, jetzt kommt erst der wahre Spaß, scheint das Pendant, das Portal-Pendant zu. Jetzt geht Dark Souls erst richtig los zu sein. Okay, hier ist, habe ich gar nicht gesehen. Hier ist aber richtig zum Hochfetzen. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich tatsächlich den hier machen, oder? Mal gucken, erst was passiert. Erst mal ausprobieren. Richtig nach oben fetzen. Nee, das geht nicht. Muss man die Richtung irgendwie machen? Oder vielleicht so? Und dann schieße ich nochmal an den Boden, dann kriege ich noch mehr Speed. Nee, so ist ja dumm. Nee, so geht es ja nicht. Ja, so kann es ja gar nicht gehen, ne? Komme ich überhaupt jetzt hier wieder raus, was der Scheiße ist, die Frage. Hey, ich komme jetzt nicht mehr hier raus. Scheiße. Ach, da, doch, okay. Das reicht vom Winkel, oder? Okay, gut. Kurz ein bisschen Angst gehabt, dass ich hier nicht mehr rauskomme. So, warte mal. Also, man muss sich irgendwie das Momentum hinkriegen, dass man so richtig so seitlich geht. Ich meine, wie soll das gehen? Ah, shit. Ah, so geht's auch, okay. Nein! Ah, wie kann man. Ich mache immer den gleichen Scheiß. Ladedaten. Ach so, vielleicht, oder? Okay, ich glaube, es ist so gedacht. Ist ja voll geil. Ah, Mann, wie kann man nur so scheiße sein, echt? Okay, nochmal. Oh, das macht ja voll Bock. Okay, blau. Und dann da durch und dann nochmal. Jetzt muss ich überlegen. Dann muss ich ein orangenes da drauf und das blaue kann ich ja dann lassen. Genau, ich muss nur das orangene machen dann. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich will das mal korrigieren. Ich traue mir dem nicht immer nicht so ganz. So, nochmal. Also, so. Ist ja eigentlich ganz einfach. Okay. Ein orangenes. Let's go. Das ist unglaublich. Mein Gott. Komm schon. Ist doch gerade spannend jetzt.
Das gibt's doch nicht. Ich bin zu aufgeregt. Ich sehe nichts. Mann, die Maus hat nicht... Das... Da! Das, die Maus hat irgendwie komisch... Vielleicht sollte ich das eh direkt mal üben, dass ich das einfach on the fly mache, oder? Die Maus! Nee. Hä? Aber jetzt kann ich es ja so machen. Aber so ist nicht gedacht. Man muss es bis oben schaffen. Aber die Maus fetzt immer so nach oben. Ich muss es, glaube ich, nicht. Darf es nicht berühren. Kann ich vielleicht das noch retten? Indem ich hier so ein bisschen. Nee, ich glaube. Muss ich wieder von vorne? Ich glaube, ich muss wieder von vorne, ne? Das haben die Schweine extra so gemacht. Ah, shit. Ich bin so in einer Schleife drin. Ich versuch's mal. Es muss doch gehen. Komm. Irgendwie check ich das noch nicht genau, wie sich die Maus. Okay. Ach, da hätte ich noch ein blaues machen müssen. Okay. Okay, gut. Klar. Okay. Je weniger man berührt, desto einfacher geht's tatsächlich. Da ist wieder mit der Maus. Jetzt geklackt, oder? Das meine ich. Dann checkt man nicht, wo man ist. Das ist übelst. Ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Das checkt man dann nicht. Wirklich nicht. Man checkt nicht, wo man ist. Weil der irgendwie. Guckt er dann irgendwie so scheiße. Macht aber irgendwie Bock. Nochmal. Einfach ruhig bleiben. Blau. Seht ihr das? Das geht nicht. Das verkackt's mir. Das ist scheiße. Nee, das ist einfach Pech. Manchmal dreht er sich so komplett rum und dann, das geht nicht. Oder, check. Also mache ich was falsch. Das ist, wenn er das macht, die Kamera, dann, das geht nicht. Das kotzt mich an, weil ich weiß ja, wie es geht. Aber irgendwie... Kann man das denn beeinflussen, dass er das nicht macht, vielleicht? Naja, ich reg mich jetzt nicht auf. Wo ist denn... Da. Da wieder. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich mache nichts. Ich bewege die Maus nicht. Und er dreht sich dann so um. Das soll einen Menschen mal checken. Aber warte mal, kann ich jetzt... Ach, kann ich gerade die ganze Zeit wippen? Warte mal. Hätte ich gerade die ganze Zeit einfach weiter wippen können? Nee. Warte mal. Nee. Mann, das nimmt mir jetzt echt ein bisschen die Laune, weil... Ist nicht... Er dreht sich, weil du mit den Füßen durchs Portal fliegst und quasi kopfüber rauskommst. Ach so. Okay. Wenn du einmal im Loop bist, nicht WASD drücken, dann bleibst du im Loop. Okay, ja, das habe ich auch gerade tatsächlich beim letzten Mal so ein bisschen kurz vermutet. Wir kriegen das hin, Leute. Ich bin noch guter Dinge, aber es ist auch durchaus nachvollziehbar, dass es so ein klein bisschen triggert, wenn man nicht so ganz genau checkt, warum. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, jetzt bleibe ich im Loop, okay? Okay, da muss jetzt ein blaues hin, glaube ich. Aber das ist so fucking schwer. In den Loop bleibe ich jetzt auch. Ich drücke nicht, AWSD. Aber, okay. Oh, gut, okay, gut. Wo ist denn das nächste Ding? Da, okay. Oh mein Gott. Das ist ja übel krass. Okay. Jetzt muss ich ein blaues machen gleich. Aber wo? Dahin. Okay. We got it. I got this. Mir ist schlecht, ey. Sehr gut.
Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt Okay, sorry für die leichte Saltiness, aber ich glaube nachvollziehbar, dass es schon manchmal auch einfach triggert, wenn das... Seminare zu Elektrik und Sicherheit. So, sorry, aber jetzt, ihr habt gute Tipps gegeben, klar. Es war der entscheidende Tipp, war nicht AWSD drücken. Nice. Ja, ja. Ich wäre wahrscheinlich auch irgendwann noch drauf gekommen, aber trotzdem, danke für den Tipp, habe ich dankend angenommen. Spicke, kannst du dich mal ein bisschen entspannen, Svenet? Oder du fliegst raus. So, jetzt letzte Level. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Aber es müsste jetzt auch das schwierigste Level sein, oder? Prise Salz muss sein, so sieht's aus, ja. Okay, warte mal. Oh nee, mein Kopf ist schon so durch, aber wir müssen es jetzt durchziehen. Ich will es jetzt auch durchziehen. Okay, jetzt erstmal eine einfache Übung. Gucken erstmal, was passiert. Ach so. Ich muss es dann wegnehmen, ne? Nee, warte. Hä? Ja, fuck, das war gar nicht so einfach. Shit, ich muss ja... Oh nein. Warte. Oh nein, ich bin nicht geil. Mein Gehirn ist tot, Leute. Was ist das wieder? Wo muss denn überhaupt irgendwas hin? Lucky. Scheiß drauf, nehme ich mit. Okay, das geht jetzt die Richtung. Oh, shit. Ah, fast gesaved aber, Leute. Ah, ich hab schon voll die Pro-Gamer Puddle-Moves drauf, habt ihr gesehen. Also, ich hab's nicht geschafft, aber ihr wisst, was ich meine. So, warte mal. So ist es gedacht wahrscheinlich, ne? Ah, ja, Feuer anmachen. Let's go. Easy. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich glaube schon. Mario-mäßig. Ich hab mich doch daran erinnert. Oh, das ist übelst der Mindfuck. Aber ich hab's richtig, aber du musst natürlich aufpassen mit der Kugel, weil die ist ja jetzt in dem Loop da drüben. Das ist so ein Mindfuck, weil das ja dann von rechts kommt. Vielleicht muss man es weiter hoch machen. Weiß ich mein, das ist glaube ich besser. Ja, klar, weil dann ist jetzt... Ja, klar. Cake! Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Und jetzt? Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Geräte-Fehlfunktionen kommen kann. Ich bin der Kuchen! Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. GG, oder was? Das war's? Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben. Gut reagiert, oder? Sollten wir Sie töten.
Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Ayo, Ringvernichter, DKF, danke. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Ey, am Ende ist man richtig gewohnt mit der Kanone und weiß echt, was man machen muss und so. Fühlt sich damit wohl, aber ist schon geil. Ist ja voll cool, das war die ganze Zeit ich. Und hätte man jetzt da sterben müssen, um das Spiel zu beenden? Nee, ich sterb doch nicht. Ich hab das gesehen, meine Chance, und hab mich hier rausgewieselt. Aber was passiert jetzt? Ich soll mich irgendwie auf den Boden legen, sagen die. Ist vorbei, oder, Leute? Tür, anyone? Das geht nicht auf, oder? Nee. Nicht vorbei, weitermachen. Ja, ihr trollt mich doch. Ich soll hier jetzt irgendwie wahrscheinlich 100 Jahre warten, bis ihr dann irgendwann... Komplett. Und ich bin jetzt einfach ehrlich, Luck. Ich werde das jetzt nirgendwo hindrehen. Es ist für mich das erste Mal, so weit bin ich nie gekommen. Das ist kompletter Luck gerade. Ich würde es gerne, dass es anders ist. Ich sag's ehrlich, ich würde so gerne damit flexen mit dem Move. Würde ich so gerne. Das ist kompletter Luck. Ich dachte wirklich, das Spiel ist zu Ende. Und dann muss ich irgendwie warten, da kommt ein Easter Egg oder sowas. Hat vorhin im Chat jemand geschrieben. 10 Minuten warten, da kommt ein Easter Egg. Habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe einfach mal gemacht und wollte einfach nur so aus Spaß mal da rumhüpfen. Und jetzt bin ich hier gelandet. Ist ja geil. Erstmal einen Schluck Wasser, Alter. Gurken lassen. Ich hätte dir geglaubt, dass es Skill war. Ja, aber das ist, finde ich, das ist ja, wär ja noch lamer. Wenn man dann so tut, als macht man sowas mit Absicht. Nee, war komplett Luck. Aber geil. Wenn du mich mit. Wenn if life gives you skill moves, make. I don't know. Lemons with it. Ja, hier geht's. Ah, hier ist eine Tür. Ist aber spannend jetzt irgendwie ein bisschen, oder? Wir kommen ja quasi raus. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich an wie bei Cube. Weißt du, bei Cube, dem Film, den finde ich auch echt großartig, den ersten Cube-Teil. Da ist es ja auch wahnsinnig spannend und aufregend, so dieses. Da ist ja das Unheimliche das, was man nicht sieht. Ähnliches Prinzip von Der Weiße Hai, ne? Kennt man ja. Finde ich, eins ist einer meiner Lieblings. Horrorprinzipien, ne? Ich finde ja, umso geiler und scarier, je weniger man sieht. Gilt übrigens auch für Erotik. Whatever. So, ich mache jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Aber manchmal ist weniger mehr, sage ich sozusagen. Aber das ist ja gerade... Und genauso fühlt sich das gerade. Weil man hat das Gefühl, das ist voll gut gemacht, dass man nicht denkt, dass man soll hier gar nicht sein. Und vielleicht haben wir jetzt das System einfach, wir können entkommen sozusagen. Oder wie bei Truman Show am Ende, wo dann die Treppe ist. So fühle ich mich gerade. Guck mal, da können wir ja quasi... Habe ich auch gerade durch Zufall entdeckt. Geil. Es geht gerade voll ab. Ich finde es voll spannend. Cool gemacht. Das hat ja richtig Story jetzt am Ende. Ich dachte wirklich, das wären nur diese 19 Level halt diese Mechanik machen und dann ist gut. Kann ich hier? Nee. Ja, scheiße. Jetzt haben wir aber... Oh, wollte ich gar nicht hier. Ja, klar. Da komme ich dahinter. Eigentlich wäre ein richtiges Game mit dieser Mechanik mal geil, aber nicht durchgängig die Mechanik. Weißt du, was ich meine? Ich habe hier eine Vermutung, dass ich mich hier rüberfetzen kann, wenn ich mich irgendwo feiern lasse.
Oh, da müssen wir wieder zurückgehen. Ich guck mal erst auf der anderen Seite, was da ist. Portal 2, ist das so? Nee, ich meine nicht ein richtiges... Wisst ihr nicht, was ich meine? So von wegen... So ein normales Spiel, sag ich mal, was nicht nur auf dieser Mechanik beruht, sondern mitunter diese Waffe hat, sozusagen, die man dann bestimmten Stellen, also Zelda-mäßig, dass man die manchmal einsetzen kann. Warte mal, ich guck mal, was auf der anderen Seite ist. Hier ist auch noch sowas. Okay. Ich glaube, hier kann man sich vielleicht rüber... Was ist das denn hier? Was ist das? Das ist ein Bug, okay. Ich glaube, die Seite war besser. Warte mal ganz kurz, ich habe das Gefühl. Ich mach's jetzt einfach mal. Guck mal, ich mach jetzt das hier. Weil hier, weiß ich nicht. Und jetzt muss ich halt irgendwie mit einem Orangenen. Boah, warte mal, jetzt verliere ich gerade die Orientierung. Nee, ich komme ja hier nicht mehr zurück ohne. Ich kann ja nicht mehr zurück, ne? Ich habe jetzt gerade die Orientierung verloren. Warte mal. Ich könnte aber vielleicht da drüben so. Einfach. Wie weit geht's denn? Ah, ja, klar. Okay, don't think so complicated. Cool, wir sind weiter. Ich denke immer ein bisschen zu kompliziert. It's the way of. It's the Donny way. Abgeschlossen. Vielleicht. So. Und dann. Ah! Ich bin nicht richtig gesprungen, aber so geht's. Wie weit sind wir jetzt zurück? Mach mal. Okay, warte mal, jetzt machen wir nochmal. Ist ja eigentlich einfach. Kukulus Ganorus. Vielen lieben Dank fürs halbe Jahr. Danke, danke, Donny Boy. Katinka, danke für 200 Bits übrigens. Vielen lieben Dank. So, wie mache ich den Sprung jetzt am besten? So, ne? Hoppala! Okay. Jetzt mal hier kurz gucken. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier ist auch ein bisschen Lore irgendwie. Kisten von oben. Shenzo, Alter! Danke für 9 Monate, Kollege. Hier habe ich, glaube ich, ziemlich... Aber mir gefällt das fast am besten, das Level hier, weil das so halt wirklich anders ist. Das ist so ein bisschen so in der echten Welt jetzt das Ansetzen und nicht in diesen testmäßigen... Hier sind so ein paar PCs, hier scheint irgendwie ein Streamingzimmer zu sein. Ah, hier sind wir, waren wir vorhin? Hier gucken die immer, was ich so mache. Also die Testpersonen so mäßig. Ist ja geil. Ist ja völlig abgefahren. Hier Matrix-mäßig. Konsole. Kann ich die Tür jetzt auch machen, eigentlich? Ja, okay. Dark Souls lässt grüßen. Okay, was denn hier ist? Ich finde das irgendwie mega geil. Guck mal hier. Nice. Title Jelly. Nice little jellyfish. Was ist denn hier das? Das sind ja die ganzen Level von vorhin. Wie ist jetzt aber hier. Wie geht's weiter? Da oben. Warte mal, sind das Kisten? Ist da gerade was geflogen? Da. Ah, Kisten. Ja, toll. Jetzt bin ich gerade ratlos. What is Black Mesa? 5-Year Review. Das ist natürlich auch geil. Diese ganze. G-Man-mäßig hier, ne? Bla 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 bla, Mr. Freeman. Ja, jetzt sehe ich aber gerade keinen Weiterkommen, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich lang wollte. Hier ist doch jetzt Dead End, oder? Isn't this a dead to the end? Hier sind die Räume, hier ist nix. Ist nix drin? Vielleicht die PowerPoint nochmal angucken gleich, aber ansonsten sehe ich hier keinen... Hier war ich auch schon. Wo könnte man denn noch hin wollen? Ich gucke mir gleich nochmal diesen anderen Raum an, aber die PowerPoint gucke ich mir nochmal kurz an. Of all DoD contracts, Temple Deal and Federal Downs, 12
Mach doch mal schneller. Langsamer. Mach nochmal den anderen Slide jetzt, komm. Defensive Logistics Agency Size Bits for Development Fuel. Cost Design Habits. Aperture Proposal less expensive. Okay, also das scheint irgendwie so zu sein. Black Mesa ist am Sterben und Aperture ist irgendwie lukrativer. Das riesen Windrad in der Ecke. Gucken wir mal, hier war doch, also ich habe mich auch nur sporadisch umgesehen, weil ich dachte, da geht's nicht weiter, aber vielleicht ist es hier, hier ist ja auch ein Hint. Guck mal, da geht's doch weiter, klar, da oben. Naja, nee, ich habe erst nicht, ich dachte, hier wäre, ich wollte mich eigentlich nur hier umsehen schnell, aber da geht's auf jeden Fall weiter, wie kann ich denn da, aber oh, so, ne? Easy. Ah nein, ist ein Boost. Ah nee! Ja gut, dann nochmal. Da bin ich ja falsch, du. So, warte mal, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bleibt. Jetzt muss ich den Sprung ja nochmal machen. Scheiße. Okay, nochmal. So. So, ganz ruhig. Whoop. Ne. Tot. Ja, ja, nee, nee. Okay. Kennst du doch, Timo. Ja, nee, nee. So. Jetzt hier geht's weiter. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ich mache lieber ein bisschen anders diesmal, so mit... Man kann ja immer so ein bisschen gucken, was da geht, wenn man das ein bisschen chilliger macht. So, zum Beispiel. Ja. Haben wir unseren eigenen Arsch gesehen gerade. Also, wenn jetzt nochmal so ein Powerboost nötig ist, dann bin ich gearscht, weil das letzte war wirklich komplett durch Zufall. Kann man gegen die Wand? Nee. Ja, scheiße. Was machen wir jetzt? Muss man hier ein bisschen jetzt hier... oder wieder was? Oder wie? Oder was? Oder schwarzer Kaffee, ey. Geh mal hier weiter, das sieht so aus, als wäre hier irgendwas. Na? Wollen wir mal gucken, ne? Ja, hier ist ja nix. Ja, scheiße. Ja, ist ja gar nix, Otto. Du Otto. Achso, warte mal, vielleicht darüber fetzen irgendwie. Muss ich da mich hinfetzen? Und mich irgendwo fallen lassen? Irgendwo reinjumpen? Nee, oder? Da ist doch nicht verrückt normal, du! Ist doch normal verrückt, du! Kann man, schaffe ich das mit Rennen? Rennen geht nicht, ne? Es gibt kein Rennen. Ah, fast aber. Geht das vielleicht sogar? Mit einem Duck Jump? Noch so am Ende noch so ein Duck rein? Duck Face? Richtig schönen, heißen, schwarzen Kaffee. Ja, ja, da steht's doch. Ich mach das jetzt. Aber ich muss mich. Hier vielleicht. Kann ich auf die Dinger? Ja, ja, nehmen wir mal einen Zug. Guck mal, ich hab's. Und dann mach ich den hier hin. Nur ein bisschen um die Ecke denken, ne? Ja, ja, ist doch geil. Aber ich verpasse es immer! Aber es war gut. Ich bin ganz überrascht davon, dass ich dieses Spiel so drauf habe. Also gefühlt. Das sagte er und machte so einen Krüppelsprung, ey. So, nochmal. Wo? Fladenmann. Mach doch einfach hier so mal. Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Hallo, ist da jemand? The cake is a lie. Ja, 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 das checken wir. Aber da sind vielleicht andere Menschen schon so weit gekommen hier. Die sind vielleicht andere Menschen auch haben es geschafft, hier rauszukommen. Deswegen die Hände und so. Das ist alles eine Menschenvernichtungsanlage hier von Robotern. Oder wie? Oder was? Oh, geil! Ich bin in einem Kisten. Transportsystem. What the fuck?
Ist es Cordoba? Cordoba? Hey, das kenne ich. War ich da schon mal? Nee, jetzt komme ich hier aber nicht raus. Ja, scheiße. Ah, nee, doch. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Nee. Ich bin nicht dumm. Fool me once, Scheiße am Kopf. Fool me twice, You fooled me twice, Zen. Ne? Ist das eigentlich sogar der Anfang von allem gewesen? Der erste Test quasi? Ja. Nee, doch. Das ist ja cool. Das ist ja voll cool, Leute, wie sich der Kreis schließt. Ich bin richtig begeistert. Ich bin richtig froh, das Spiel heute einfach komplett zufällig mal gegriffen zu haben und einfach mal ausprobiert zu haben wieder. Das ist echt super. Aha, das ist ja mittlerweile. Guck mal, man ist mittlerweile irgendwann komplett in der Denke drin. Das ist so krass. Das passiert dann einfach automatisch. Ja? Ich lass mich doch nicht verarschen hier. Fool me once, Figgy. Fool me twice, Figgy, Biggy. Ah, mein Jäger. Okay, jetzt hab ich's aber verrafft. Ne, warte mal. So, ah ja, hallo. Da bin ich. Yo, Erkan und Stefan, danke für den Raid. Moinsen. Kommen Sie rein. Wir spielen gerade Portal. Erkan, ein Raid von Erkan und Stefan, das ist ja auch nicht schlecht. Grüße an euch. Oder an dich, ne? Macht ihr das zu zweit? Ne, jetzt machst nur du, Stefan, ne? Anyway, wir streamen gerade Portal. Ich bin in dem letzten Level. Ich glaube, es ist jetzt gerade vorbei. Aber trotzdem, schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Also, ihr seid. Jetzt, warte mal, was gehe ich denn jetzt? Ich gehe jetzt. Ich will nicht der Kuchen sein. Die wollen mich essen. Die Roboter hier. Hallöchen, Donny. Hoffe, es geht dir gut. Danke. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder, ne? Ja, lange ist her. So, jetzt warte mal. Jetzt muss ich aber mich hier drauf konzentrieren. Das ist jetzt hier ganz spannend. Was passiert jetzt hier? Das fühlt sich wirklich an wie die letzte Szene von Cube. Ich fühle mich wirklich wie bei Cube. Ich check hier nicht. Das fühlt sich fast an, als ob ich... Ich mach's einfach, komm. Geht's jetzt hier weiter? Das ist ja übel geil, wie lange das noch geht. So, aber wo kann ich den zweiten hinballern? Da muss man jetzt schon ein bisschen um die Ecke denken, ne? Ja, geil. Ist das eine Müllpresse oder was ist das? Warte mal. So, jetzt sind wir hier. Oh ja, Leute, ich bin ganz begeistert. Was ist denn hier alles jetzt? Kann ich hier nicht laufen doch? Wir sind richtig so behind the scenes hier. So, warte mal. Das ist auch mal irgendwie so ein bisschen unnötige Vorrichtung, ja, aber gut. Was war... Jetzt bin ich wirklich auch officially durcheinander. Was ist denn hier gewesen? Was sind denn diese komischen Treppen hier? Was passiert denn hier? Ja, warte mal, da kann man... Ich muss die nutzen, um auf den Boden zu schießen da drüben, oder? Ich darf einfach hier stehen jetzt. Dann kann ich schon mal dahin. Ich irgendwie, weiß ich nicht, gibt es hier nicht irgendwas, wo ich noch dagegen schießen kann? Ah, nee. Ich kann ja nirgendwo hier gegen schießen, außer gegen die Decke da unten. Das ist schon echt krass, aber ich kann ja trotzdem so machen einfach. Oder? Es ist so abgefahren, Leute. Es ist so abgefahren. Jetzt sind wir hier oben drauf. Das ist einfach... Da ist wieder ein Hint. Also, ne, ich weiß, ich bin wirklich so krass am Rumloben und so, es ist vielleicht auch nervig, aber es ist einfach, ich bin komplett begeistert von diesem Game. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Ebene hat hier. Kann ich da den Boden machen? Nee, ne? Wie komme ich denn da rüber? Oh, vielleicht muss ich auf dem Ding einfach laufen tatsächlich. Mal ganz normales Classic Gaming hier so.
Ja klar, manchmal muss man es auch einfach mal ganz normal machen, ne? Also G Set. Hier kann man ja durchschießen. Na gut, dann gehe ich jetzt hier direkt wieder da lang. Ne? Brauche ich ja jetzt mir gar keinen Stress zu geben. Guck mir erstmal an. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in so einer. Ah, das schaffe ich doch, oder? Jetzt, okay, gut, 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 gut. Wie lange geht das denn noch? Das ist total krass, weil man jetzt so. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich dachte wirklich, das ist an dem Raum zu Ende und es ist einfach nur noch so ein bisschen Bonus. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn? Ah, okay, jetzt ist aber schon wieder ein komisches Level. Sind das Leitern hier? Kann man da. Nee. Okay, ja, gut. Nee. Jetzt ist es kaputt. Von wo kam ich her? Hier, ne? Okay. Dann gucken wir mal hier erstmal, was hier ist. Trollleiter, ne? Auf jeden. Die Tür ist keine, ne? Nee, nee. Gut. Okay, also gefällt mir natürlich nicht. Ich mag solche Dinge, das mag ich jetzt schon nicht. Gut, ich check mal aus, wir müssen wahrscheinlich vielleicht einfach mal locker machen, ne? Erstmal auf das eine drauf und mal gucken, was passiert. Muss man wahrscheinlich irgendwie koordinieren jetzt, dass man an das oben da. Ja, wohin wollen wir denn? Das ist die Frage. Wir wollen. Nee, da kann ich nicht hinschießen. Von da kam ich schon. Ich gehe erstmal auf das eine höher. Achso, so geht das. Doch jetzt aber so. So. Achso, man sieht ja immer, wo man hinschießen kann, wenn das dann an dem Aim-Ding, an dem Crosshair so wird dann, ne? Das check ich jetzt erst. Lol. Okay, ist ja ganz einfach gewesen. Na gut, jetzt sind wir ja weiter. Ja, easy. Ja, kein Problem. Ja, lol. Ja, geil, oh. Ja, moinsen. Ja, moinsen. Help. Okay. Da, wo du hingehst, brauchst du keine Türen. Nicht schlecht. Was ist das Echte? Was sagen die nochmal? Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Okay, gut. Weiter geht's. Hier, machen wir saufen. Saufen die ganze Nacht. Help, help, help. Saufen, saufen, saufen. Ja, ich hab einen Computer und ein Machgläser. Ja. Scheiß Roboter. Okay, gut. Deine kleinen Augen. Achso, jetzt bin ich ja erst hier. Ja, was soll das? Warum will ich überhaupt hier sein? Nein, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, ja. Muss ich auf das Mittlere einfach kommen? Ist das der Shit? Ist das der Trick? Wo geht er denn hin? Ich glaube, ich muss einfach auf das Mittlere kommen. Ich mache jetzt einfach mal, ich denke nicht viel nach. Ich will ihn. Das hätte ich auch so machen können von unten, oder? Okay, das war, glaube ich, gar nicht so schlau. Wo will ich denn hin? Da, ja, ist ja easy. Ist doch gar kein Problem, Freunde. Doch, da wollte ich hin, das war gut. Sind das alles Kuchenbleche? Da wollte ich doch noch hin, ist doch easy. Ja, geil. Ja, moin, ciao. Ich hätte gedacht, es wäre schwieriger, die Passage, muss ich sagen. Passage. Das, so sagt man das in Frankreich, aber ich gehe nicht davon aus, dass mein Chat gebildet genug ist, um sowas zu verstehen. Aber gut. Hier ist ein Schloss. Naja. Gut, gut. So, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Bulden. Ich will ihn. Dass ich soll. Das ist irgendwie. Okay, da wird man platt gemacht. Jetzt bin ich schon wieder ratlos hier, wo es lang gehen soll. Ich meine, da muss ich wieder. Ich muss da drüber. Hä? Ich weiß nicht. Jetzt, ja, wir haben wieder einen Punkt, wo ich lost bin.
Ah doch, warte, da sehe ich gerade eine Möglichkeit. Ja, gut. Ja, dann machen wir es doch einfach so. Lass ich mich durchpressen, ne? Lass ich mich mal schön mal durchpressen hier. Press mich mal geil durch hier. Ah, ich muss auch aufs Ding landen, ne? Ah, ne. Scheiße. Ne, ich mach einfach so. Und zur Sicherheit mal ein... Cool, okay. Und jetzt? Da. Und dann, wenn das da ist, muss man sich fallen lassen. Okay, gut. Jetzt wird es aber schwerkraftmäßig komisch gleich. Jetzt muss ich echt gucken, dass der... Und einfach nicht AWSD drücken und einfach mit der Schwindeligkeit umgehen. Let's go! Genau. Und dann sich tragen lassen. Wie weit fährt denn das rein? Okay, gut. Hier muss ich eh hin, oder? Das war richtig schön. Geil Moonlock machen. Ding, 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 ding. Auf Nummer sicher. Ich habe keine Eile. So. Jetzt gehen wir da hin. Oh nein, das schiebt mich ja weg. Haha, aber ich bin schlau. Ich habe schon das Ding gemacht. Gibt mir gar nichts. Warte mal, war ich hier schon? Nee. Wo muss ich denn jetzt lang? Nee, das habe ich ja schon mal... Nee, da habe ich wohl was falsch gemacht. Hier, mal hier gucken, kurz. Da wird man ja runtergedrückt. Ich muss irgendwo anders. Ich muss auf dem Ding, glaube ich, fahren. Irgendwie hier so. Wo kann man jetzt wohin schießen? Vielleicht wieder... Oh, ich muss mich rüberfetzen, oder? Ah, ich muss mich rüberfetzen. Ich mach's. First try, come on. Ich mach... Okay, mach's ein bisschen höher. Oh ja. Das habe ich an dem Roten erkannt. Mach's jetzt einfach so, guck mal. Leroy! Ah, nein! Fuck. Das war der First Try, der hätte, glaube ich, nicht gewinnen. Wie komme ich jetzt wieder? Okay, warte mal. Ruhig. Ganz ruhig. Okay, okay. Nochmal so. Und jetzt, richtig geil. Richtig geil jetzt. Einfach richtig abfahren. Was? Ich muss es mehr mit dem selber schießen machen. Das geht nicht. Oh, guck mal, ich bin hier drauf gelandet. Ist auch nicht schlecht. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen höher noch, bin mal sicher. Ich mach's mit selber schießen, das ist, glaube ich, besser. Also einfach springen und schießen, ein neues aufmachen. Oh, es ist so geil einfach. Wir brauchen einen Supercut vom Neben das Portal springen. Timo, I'm looking at you. Okay, hier kann man natürlich nicht durch. Bin ich ja nicht doof. Ich bin auch nicht verrückt, ich laufe in meinen Tod rein. Hallo, hier sind da drüben. Ciao. Hier sind Sie ganz falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht zu spät zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Ich bin richtig gut auch mittlerweile. So von wegen. Ich schüttel das aus dem Handgelenk, die Moves hier. Die Moves like Jagger. So, wie. Jetzt ist es wieder ein bisschen complicated. Aber man kann ja immer so ein bisschen auch chillen, ne? Ne, da kann man nicht hinschießen. Ich mach's einfach so. Wieso? Wie sich in Stress geben, ne? Ich mach so. Ich geh einfach mal. Oh ne, hä? Hat er nicht ge. Ach, der hat auch geballert hier. Ja, sehr klar. Mach ich doch erstmal hier so. Und jetzt gucke ich mir das mal an. Lass mich mal hier rausfahren. Ein geiler Fahrboy. Bin doch nicht farbenblind. Okay, wo fahre ich jetzt eigentlich hin? So kann man natürlich auch hantieren. Wo geht's denn lang? Ist die Frage. Ich kann nichts abschießen. Vielleicht muss ich noch eine Ebene höher. Nee, das geht ja nicht. Da ist ja Ende Gelände. Ich natürlich jetzt ein bisschen in der Pickle. Vielleicht kann man sich fetzen. Da ist überall Zaun. Durch den Zaun wird es ja wohl nicht gehen. Ja, ich bin jetzt mal wieder lost.
Und ich hasse, dass ich mich jetzt immer selber sehe. Ich sehe mich selber, wie ich dumm hier rumstehe und ich weiß, wohin ich schießen soll. Freunde, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Bringt ja auch nichts, aber ich will mich nicht mehr sehen da. Gucken wir das mal. Vielleicht sieht man da mehr. Was ich meine? Vielleicht gibt's irgend. Da ist. Da sehe ich wieder die Hilfe. Oh, da habe ich's gesehen. Aber nee, das geht. Da sehe ich die Hilfe da oben. Guck mal. Da. Geht irgendwie da. Da. Muss ich einfach irgendwas finden, wo man abschießen kann? Ist das einfach wirklich die Sache, die ich suche gerade? Das sind nicht die Druiden, die du suchst. Freunde, ich don't know. Etwas höher ginge tatsächlich. Nee, geht nicht. Ich kann nicht höher gehen. Da bin ich ja gegrillt. Ich versuche tatsächlich mal noch höher zu kommen. Irgendwie. Aber wie? Ist die Frage. Vielleicht. Ah ja, doch. Ich kann ja da drauf. Okay, I got it. So muss man es machen. Guck mal. Naja, ich hab's. Jetzt kann ich ja hier. Ja, I got it. Okay, geil. Und jetzt muss man noch gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Hier, okay, Vorsicht. Ja, Vorsicht, hab ich gerade gesagt. Warte mal, hier so ganz problemlos. Hier habe ich da aufgemacht. Ne, warte mal, wo sind wir jetzt? Hä? Okay, jetzt bin ich durcheinander. Ne, das ist doch richtig, oder? Das ist der Ausgang. War mir nicht sicher, ob ich den Boden wirklich getroffen habe, aber habe ich. Das war tatsächlich so Halbglück, sag ich jetzt mal. Ich habe ja richtig dahin gezielt, aber gut. Bisschen with a little help of my friends. Okay. Gucken wir, ob hier noch Items sind. Warum auch immer, weil es gibt keine Items in dem Spiel, aber ich bin Dark Souls Spieler und ich bin das gewohnt. So, jetzt geht's wieder ab hier. Hier ist das, da geht's lang. Gehe ich jetzt hier so hier hin? Dann gucken wir das mal an. Ach geil, ich bin jetzt hier über den Dingern. Donny ist nur am Boss-Moves machen, so sieht's aus. Hey, übrigens, Mad Eagle mit Zwiebel, vielen Dank für 5 Monate. Was, ist jetzt hier das Zeug da drauf? Ich glaube schon. Komm, nicht lange nachdenken. Einfach ballern. Sie tun mir wirklich leid, denn sie sind nicht mal an der richtigen Stelle. Naja. Nee, wenn ich nicht. Komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Oh Mann, tja, kommen Sie doch einfach zurück. So vielleicht? Ah, ich bin ein bisschen zu weit zum Springen fast. So vielleicht? Ja, das ist weit. Gibt's nicht nochmal? Ah, ich mag das nicht. Don't like it. Das war knapp, ey. King Behrend, danke für 9 Monate Support. Okay, nach unten. Sagen wir meine anderen Menschen, die hier schon mal waren, wohl. Okay. Did we do it? We did it? P. Diddy did it? Hier waren auch wieder welche, die überlebt haben. Saufen, ja geil, wir saufen. Auf nach Malaya. Gute Idee eigentlich. Ab jetzt wird's crazy, sagt der High FPS. Mal gucken. Caution, this equipment starts and stops automatically. Okay. Star Wars Müllpresse Vibes. Übel Star Wars Müllpresse Vibes. Muss ich hier schnell weg? Oh. Ah, nee, okay, gut. Spielst du es heute durch? Ja. Schon. Klar. Warum nicht? Jetzt sind wir schon dabei. Haha, jetzt bin ich hier, du Arsch. Ja, wieso? Ich hab's ja nicht noch. Wieso? Wieso?
Aha, jetzt weiß ich doch, wie es geht. Suche. Noch jemand da? Wie ein junger Portal-Gott schon. Ziel verloren. Ich hasse dich nicht. Was ist das hier eigentlich? Nimmt mich das irgendwie hoch? Wie so ein Dingsautomat? So ein Ding, wo man so einen Euro reinschmeißt und so Kuscheltiere nie bekommt? Hm. Okay. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen hier schon mal mich am Fragen, wie schon mal meine Erinnerung. Was ist das? Vielleicht kann man irgendwie. Ah, da startet auch ein Pfeil wieder. Aber. Oh, da muss man schon ganz schön. Oh ne, falsches Ding. Da muss man schon ganz schön aufpassen hier. Sie sind kein guter Mensch, das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar, ey. Ich bin so, ich war schon so lange nicht mehr so in einem Spiel drin, so richtig drin, dass ich überhaupt nicht auf die Zeit gucke. Das packt mich richtig. Ich find's richtig geil. Hätte ich nie gedacht. So, wie komme ich jetzt darüber, ist die Frage. Man muss jetzt hier auch echt so ein bisschen clever die Dinger machen, ne? Also was heißt clever? Du musst. Teilweise gibt es echt nur so ein ganz kleines Fenster, wo man was treffen kann. Ich arbeite jetzt auch schon erst überhaupt viel, also jetzt erst überhaupt viel mit diesem, dass ich gucke, wo kann man was anschließen. Wenn ich sehe, wie sich das Crosshair ändert, da habe ich gar nicht so krass drauf geachtet am Anfang. Wo ist denn jetzt nochmal so ein Ding ins Kirchen? Da waren wir doch schon, oder? Waren wir nicht da am Anfang? Aber die Musik hat sich geändert, das heißt, ich gehe davon aus, ich bin hier richtig. Ist hier vielleicht irgendwo wieder ein Hinweis von meinen Vorgängern, oder kann ich da einfach rüberhüpfen? Ja, ne? Okay, gut. Wow. Just don't think so complicated, Mann. Immer. Hier ist Hinweis, aber ist hier noch Zeug? Oder muss ich da was tun? Ich würde die gerne ein bisschen schon mal vernichten, die Jungs hier. Obwohl, nee, ich kann da nichts anschießen und so, ne? Deswegen gehe ich da lieber nicht hin. Doch, da könnte ich. Genau, ich mach mal lieber eins, weil vielleicht brauche ich das nachher. So, ne, von hinten lieber. Okay. Fehlfunktion. Nicht schießen, ich bin dir nicht böse. Zwei auf einen Schlag nenne ich das. Nennt man das, wo ich herkomme. So, warte mal, andere Dinge einfach irgendwo anders hin. Ich will das jetzt hier, brauche ich jetzt gerade. Mann! So. Ich will jetzt hier nämlich kein Loch haben. Over here. Es ist ja unfassbar, wie lang dieses letzte Level geht. Ich dachte, es wäre alles nur so Räume. Das ist ja ein eigenes Spiel, das letzte Level. Gute Nacht, der HFBS. Oder Fabel, haut ab. Ja, hau rein. Ist auch spät schon. Aber ich mach's jetzt noch zu Ende. Könnt ihr den Rest auf YouTube dann nachholen, gerne, wenn ihr wollt. Und YouTube, schön, dass ihr mit dabei seid. Könnt ihr gerne mal ein Abo und ein Like da lassen, ne? Man schadet ja nicht. Hilft mir und für euch ist es umsonst. So. Macht's doch jetzt kurz. Ich warte. Jetzt kurz auf den Abo-Button. Danke. Das ist nett. Vielen Dank. So, hier ist wieder Lore. A trusted friend is Solas. Hello, can I help you? Hier war einer richtig lange. Gut, wo geht's jetzt weiter? Hier ist, kann man da durch? Nee. Ist das ein Dead End? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gefragt, aber das sieht wirklich nach Dead End aus jetzt hier. Hier, okay, da sehe ich was. Da kann man sich fetzen. Rüber wumsen lassen. Und ja, die Frage ist, wie kriege ich jetzt da. Wo lasse ich mich fallen? Hier ist dann irgendwo.
Ich sag mal, das ist doch irgendwie, ne? Vielleicht einfach tatsächlich nur so ein... Aber mal probieren erstmal. Nee, nee, so geht das nicht. Nee, 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 nicht mit mir, du. Nicht mit mir. Also ich lasse das Orangene mal da. Wo könnte ich mich jetzt... Wo könnte ich Speed aufbauen? Warte mal, ich geh mal dahin erstmal. Was ist denn da? Da war ich ja auch schon. Nee, okay. Vielleicht kann man ja... Nee, hier ist ja auch nichts. Hier komme ich ja... Hier ist ja wieder... Jetzt... Fuck. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Am Rotieren. Over here. Was ist denn hier drin? Hier war doch nix. Tasty Kuchen. She's watching you. Rogan? Na, ich sehe euch, Age-Fans. Vielleicht. Wie baue ich hier Speed auf? Gibt's vielleicht wieder so eine Schleife? Meine Idee und es hat direkt geklappt. Alter, was ist denn da los? Ich habe vorhin noch gemerkt, wenn man einmal durch, dass es einen so leicht nach oben dingst und dann kam es mir, ist ja mit, da kannst du ja runterfallen. Ganz intuitiv. Richtig nice. Stark. Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Spielmechanik verstanden. Das ist ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte sie. Wer hätte das gedacht? Und der ganze Kuchen ist weg. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's? Das ist die letzte Chance. Wer hätte jemals gedacht, dass ich mal wirklich, dass jemand im Chat freiwillig und ohne Androhung von Schläge in meinem Chat sagt, er hat die Spielmechanik verstanden. Also ich habe nicht mehr dran geglaubt. Unglaublich. Aber es ist ein guter Beweis, dass ich tatsächlich auch Spiele verstehen kann. Aber ja, es ist auch einfach geil, das Spiel. So, warte mal, hier geht es durch die Tür. Ist auch so ein Kontrollraum. War es das jetzt? Ich glaube, es fühlt sich jetzt nach Ende an tatsächlich. Mal gucken. Ist leider zu pixelig. Staatlich geprüfter Spielmechaniker. Das wäre eigentlich ein guter YouTube-Titel. Vielleicht kann mich hier im Discord jemand dran erinnern. Der Suppenkaspar, vielen Dank für deinen Prime-Sub, herzlich willkommen. Ich gehe jetzt hier durch, komm, hier ist nichts mehr. Ist voll spannend. Treffe ich sie jetzt? Wer ist sie überhaupt? Ist ein Roboter, oder? Ist sie das? Das war jetzt auch mega intuitiv einfach, keine Ahnung, aber ist ja klar, dass ich mich nicht treffen lassen möchte, ne? Was kann ich jetzt machen? Vielleicht soll sie wieder dahin schießen? So anlocken? Ja, genau, okay. Wir machen das da. Okay, es geht ja doch noch weiter, krass. Area.
Aus irgendeinem Grund denke ich oft, immer noch, obwohl ich ja offensichtlich jetzt das Spiel so verstanden habe, mehr oder weniger, dass ich ein Loch in die Wände machen kann und dann durchgehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich quasi jetzt hier ein Loch machen könnte und dann gehe ich durch die Wand und vergesse dann, dass es eigentlich, das ist ja nicht das Prinzip, das ist irgendwie weird. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gedacht. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Aber hier. Ich habe auch so das Gefühl, das sind jetzt so viele Moves, die mir mit Intuition und so vielleicht ein bisschen Glück auch geglückt sind, dass ich jetzt so ein bisschen keine mehr übrig habe, kein Karma mehr übrig habe. Weil ich komme immer wieder an Dead Ends gefühlt, obwohl ich wieder neu überlegen muss. Ist das vielleicht wieder was mit Speed auf hier so vielleicht irgendwas machen? Aber nee, aber hier sehe ich auch. Ich meine, das ist hier irgendwie so Glas, hier komme ich ja nicht durch. No. Also hier ist wirklich jetzt wirklich nichts drin in dem Raum, wo es weitergeht. Also jetzt mal ernsthaft, hier ist ja wirklich nichts drin. Intuition verbraucht, genau. Oh, jetzt bin ich wirklich, oh Mann, ich weiß nicht warum, aber der Raum macht mir wirklich am meisten Sorgen von allen bis jetzt. Weil hier sehe ich ja wirklich gar nichts. Oh, warte mal, hier kann man doch durchschießen gegen dieses Zeug. Durch das Zeug, aber wohin? Ich habe kurz Hoffnung gehabt, aber da, ich dachte vielleicht... Nee, durch so Gitter kann man nämlich schießen. Hier kann man auch nicht irgendwie durch oder so, ne? Ich lasse mich jetzt einfach mal Speed, mal gucken, was passiert. Dieser Roboter schießt ja Glas weg. Ist jetzt gerade meine Idee. Kann ich dem irgendwie wegschieben oder so ein Portal mäßig und den da reinbringen in den Raum? Nee, ne? Aber warte mal. Ha! Oh, 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 ja, 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 ich hab's. Ich hab's. Ja, komm, lock mich an. Yes! Oh, es ist unglaublich. Oh, es ist so befriedigend. Und dann auch noch cool Boss, fucking Boss-mäßig durch das Portal hier reinlaufen. Klar, es war das Einfachste am Ding, aber einfach so cool. Es explodiert, ich laufe einfach durch. Es ist einfach nur geil. Aber es lässt einfach nicht locker, das Spiel, ne? Es geht immer weiter. Es wird immer es kommt immer das nächste Rätsel. Kann man da vielleicht hüpfen und schießen oder so? Das ist direkt wieder ein Rätsel. Vielleicht irgendwie. Ja, jetzt scheiße. Vielleicht irgendwie... Ich überlege gerade, ob man das Glas zerschießen kann. Um an so eine... Ah! Alter. Voll in die Eier auch. Ich überlege gerade, ob man das Glas zerschießen kann irgendwie. Hier oben, damit so eine Kiste rausfällt. Aber dafür müsste ich ja irgendwie den Winkel schräg... haben. Aber man kann ja so machen. Warte mal, wenn ich den... Und wo ist jetzt der andere? Dafür muss ich wieder ganz rüber gehen, oder? Warte mal kurz. Kann ich jetzt nicht einen blauen machen?
versuch's einfach mal. Vielleicht reicht ja die Explosion ja, dass es nur in der Nähe ist. Ach, guck mal, der macht ja auch hoch. Macht er jetzt? Der macht ja hoch auch. Wieso ist denn der gerade oben gewesen? Wie krieg ich denn dazu, dass er oben, wenn er so rumsucht oder was? Nee, stimmt, ich muss einfach nur warten, bis er irgendwo... Der hat gerade so nach oben gezielt, das habe ich nicht. Ah, der schießt jetzt immer hier durch, das ist schon mal gut. Vielleicht. Ja! Ja, ja! Noch höher. Ey, das wird nix. Ich dachte... Vielleicht klappt das. Aber kann ich nicht, warte mal, hier noch ein Ding machen? Und dass es immer noch weiter höher geht? Ah, ne. Scheiße! Jetzt hab ich's verkackt. Dick. Scheiße. Warte mal. Bin richtig hier angefixt von diesem Level. Okay, ah ne, das ist dumm so. Ich muss das ja erstmal... Okay, warte mal. Also, wir können doch aussuchen, wo das landet. Wir haben ja das Fenster offen. Das ist ja jetzt egal. Ich kann ja machen... Das ist... Ja, das passt ja eigentlich hier schon so. Und das muss aber wo... Das muss jetzt gleich... Mache ich ja blau. Und dann gucken wir mal. Was da, dann kann ich es ja erstmal schießen lassen nochmal so in diesen Tunnel. Und dann mache ich... Schau gleich mal. Das kommt ja jetzt unendlich da durch. So, ich muss dann nur gucken. Wie kriege ich den... Wie kriege ich das höher, den Winkel höher? Kann ich den vielleicht in so eine Endlosschleife bringen oder so und dann immer höher treiben? Nein, ach, ich muss das... Okay, aber ich habe die Idee. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Yes. Ich bin drauf gekommen. Ich mache jetzt vor blau rüber und dann, wenn die Rakete mit schon durchgeflogen ist, kann ich ja eine Endlosschleife machen und das kann ich vielleicht immer weiter nach oben schieben. Ne, warte mal. Man muss ihn immer erst aktivieren. Da geht es durch, oder? Na gut. Jetzt haben wir da den. Und wenn er jetzt durch... ah nein! Hä? Doch, doch, jetzt wieder, genau. Hä? Nochmal, lass ich mich nicht unterkriegen von. Ich glaube, das ist richtig. Und dann geht das doch immer irgendwie höher oder so. Schießt mich doch mal vielleicht irgendwie so, wenn ich hier hochgehe. Dann schießt er doch hoch. Das müsste reichen. Vielleicht sogar. Genau, wenn das in dem Winkel da hochgeht, dann geht das doch ganz nach oben. Nee. So. Das müsste doch jetzt hochgehen. Nee! Aber der war doch schon... Muss ich jetzt wieder rübergehen und das jetzt sozusagen in die Höhe machen? Ich glaube jetzt habe ich es. Voll die schwere Geburt. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt gehe ich auf den Tisch und dann geht das hoch. Ja, klar. Nee, aber er muss noch höher klicken. Muss man den einmal nochmal resetten lassen, damit er irgendwie... Gerade hat er das doch hoch gemacht. Ah, Mann! Jetzt geh hoch. Kann das überhaupt klappen? Warte mal, ich muss gucken, wie man zielen muss überhaupt. So. So, das war der Fehler, glaube ich. So, aber jetzt... Geht er jetzt da durch? Nee, nee. Zieh doch mal hier hin. Wie kriege ich das hin, dass er... höher zielt?
vielleicht jetzt. Okay, jetzt mache ich meinen Trick. Ja, ja. Nee, guck mal. Jetzt mache ich meinen Trick. Hä? Ich dachte, es klappt auf jeden Fall. Ich dachte wirklich, ich muss hier irgendwie den Winkel hinkriegen, damit das hier kaputt geht da oben. Aber vielleicht bin ich komplett dumm und kann auch einfach so. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man ja dahinter schießen kann, mein Gott. Aber ich bin selber drauf gekommen, egal, hab's auf meine Art gelöst, ne? War vielleicht ein klein bisschen zu kompliziert. Na gut. Ist es jetzt wenigstens aufgegangen, wie denn nicht? Ja, das ist halt mein kompliziertes Denken, ne? Also, ach, das ist ja gar nicht mal aufgegangen jetzt hier. Ja, super. Aber es geht auf jeden Fall irgendwie so, oder? Warte mal, da muss ich wohl eine andere Stelle finden. Das geht doch 100 Pro so. So. Aber das war doch jetzt richtig. Come on, das, willst du mich verarschen? Warte mal hier. Das muss doch gehen jetzt. Okay, blau rüber. Jetzt leco mio, ey. Ich mach mal einen sauberen Schuss jetzt hier. Ein bisschen so geradeaus, schön geradeaus jetzt hier. Komm. Das muss doch passen jetzt. Das klappt ja gar nicht. Oder vielleicht muss man mehrfach? Muss man genau eine Kiste erwischen? Also ich muss doch hier eine Kiste holen, damit ich hier rein kann, damit ich die hier hinstellen kann. Vielleicht muss man die Rakete von der anderen Seite, ich weiß nicht, ich probier's mal aus. Keine Ahnung warum, aber vielleicht hat das dann mehr Impact oder so. Alles allein geschafft. Einfach dran geblieben. Alles richtig gemacht. Warum es von der einen Seite nur ging, weiß ich nicht. Einfach mal gemacht. Nein. Ja. GG erstmal. Geil. Aber warum, jetzt ganz kurz. Warum ging das jetzt von der einen Seite nicht oder von der anderen? Das finde ich ein bisschen fies, ehrlich gesagt, weil ich hatte ja spät zwar, aber ich habe es ja rausgefunden. Ne? Das wundert mich jetzt, dass es von der anderen Seite nicht ging. Aber hey, mein Ansatz mit dem Winkel ist schon nice gewesen. Habt ihr schon gecheckt, oder? Okay, klar. Man kann natürlich argumentieren, dass es dumm war, weil man einfach von der Seite es hätte machen können. Aber habt ihr gecheckt, wie ich es gemeint habe? So, dass man das immer weiter hochschiebt mit dem Winkel. Und dass es dann von unten abgeschossen wird. So, weil ich dachte, man muss es von unten halt abschießen, damit die Kiste so rausfliegt. Weißt du, was ich meine? Deswegen meine Logik so. Also ich finde es eigentlich ganz gut, die Lösung. Kreativer Lösungsansatz. Extra Punkt. Okay. Jetzt sind wir hier aber ganz schön weit und das ziehen wir es auch bis zum Ende durch, meine Freunde. So, wo sind wir denn jetzt wieder? Kann man hier hochfliegen? Nee, ne? Was denn jetzt? Ah, da. So, dann muss ich wohl wieder raus, um da durchzugehen. Kein Problem, easy peasy. Da kamen wir her, okay. Einmal total schwer zu checken, von wo man kam, aber ja.
Überlädt wieder. Casual. Nee, Clueless Casual Player. Danke für 5 Monate. Vielen lieben Dank. Sport. Sport, Sport. Das ist ja einfach die Passage. Passage. Das ist ein bisschen die Belohnung wahrscheinlich vom Spiel, dass es sagt, okay, es waren jetzt schwierige Passagen, jetzt kannst du mal ein bisschen chillen. So, das ist, check ich auch. Das wird immer spannender, ey. Wir kommen immer. Boah, guck mal, was ist voll Cube-Vibes, Alter. Guck erstmal hier unten, was hier so ist. Das ist voll weitläufig, ey. Man rutscht hier auch so ein bisschen rum. Das, guck mal, wenn man loslässt, dann rutscht man so weiter. Okay, hier ist wirklich nichts anderes. Gut. Warte. What the fuck? Ja, scheiße. Doch eins nach dem anderen. Ist doch ganz easy, wenn man es in Ruhe macht. Ich verzeihe dir. Hä? Ach, den habe ich schon gemacht. Warte mal, wo? Da ist noch einer, oder? Da bist so. Du. Easy. Verloren. Mach ja alle mach ja alles kaputt einfach. Ja, hau ab. Ich bin dir nicht böse. Puh, ich dachte kurz, es wäre jetzt viel stressiger, aber wenn man einmal die Ruhe bewahrt, muss man da eigentlich nur die Dinge umstupsen, ganz einfach. Synchro eigentlich voll gut. Ich auch. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Ich finde es eigentlich ganz, hat einen ganz witzigen Charme so. Ist eh nur noch eins, oder? Das kann ich ja dann von hier unten machen. Mhm. Oh, stellt euch mal Multiplayer vor mit Portal. Wo alle so eine Gun haben und nur die ganze Zeit irgendwie durch sich so Portale boosten und irgendwie durch die Gegend tippen. Gibt's das? Macht echt Spaß, dir beim Grübeln zuzugucken. Hab mir den Abend gerettet. Danke dir. Sehr gerne. Obwohl ich eigentlich nicht so gern grübel, aber heute passt alles, es kommt alles zusammen. So, mal da muss man doch hin, oder? Ah, easy. Gut. Ja. Alles klar. Jetzt muss man natürlich... Ja, nee, nee, das check ich schon. Ja, 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 nee, nee, pass mal auf jetzt hier. First try. Scheiße. Ah, ich bin wieder hochgelandet, ist gut. Warte mal, jetzt muss ich es so machen. Ah, das hat nicht gereicht. Warte mal, ich muss noch höher, damit ich... Hä? Warte mal, ich muss... Ich weiß wie. Genau, wir machen es so. Und guck mal, ich mach's richtig Profi-Moves. Ah, nee, warte. Scheiße. Ganz oben und dann einfach durchfallen. Ah, nee, okay, ich mach's jetzt zu kompliziert. So, da müssen wir jetzt einmal hin. Nee, warte mal, ganz ruhig. Jetzt, ich hab's. Ich weiß jetzt wie. So, einmal da hoch. So. Und dann müssen wir mit der Höhe runter boosten auf das Ding. Dann muss ich einmal einen orangenen machen dann. Mann, das ist so scheiße. Das zielt so komisch immer. Mach mal. So. Ach, das reicht gar nicht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt habe ich das Blaue da rein, aber jetzt kann ich keine Höhe gewinnen. Ach so, kann's gehen. Ja klar. Aber so kann's gehen. Ja klar.
wieder wie vorhin Speed aufnehmen, einfach durch. Einfach so. Ja. Fuck yes. Einfach schnell weggewickelt. So geht's natürlich auch. Habt ihr Donnys Augen gerade während des Fluges gesehen, Leute? Ja, das sieht man, das. Das ist Begeisterung. Hm. Jetzt, naja, jetzt ist wieder. Ich hab das Gefühl, warte mal. Ah, ich weiß wie. Ich booste mich. Da ist der blaue. Macht den noch so ein bisschen mittig, sauberer. Und ich kann mich ja runterfallen lassen. Und dann kann ich ja da hoch. Na klar. Easy. Ah, jetzt muss aber sitzen. Der Aim, Leute. Jetzt muss der Aim sitzen. Yes. Oh, hätte ich da weiter müssen? War das vielleicht gar nicht so gut? Ne, warte mal. Jetzt kann ich ja hier auf mich. Muss ich dann nochmal durch und dann nochmal. Nee! So geht das, ja klar. Jetzt kann ich ja ganz gechillt. Ja, ja. Okay, gut, ich dachte schon, hätte mich weiter boosten müssen oder so. Boah, das geht ja noch ewig. Geil. Wir sind doch bald am Ende bestimmt, oder? Bitte nicht spoilern im Chat. Ich stelle nur Fragen an mich selbst, rede mit mir selber quasi, teile mit euch meine Gedanken. Manche Leute checken das nicht und beantworten dann und dann bin ich gespoilert. Und das will ich nicht. Hier ist wieder dieselbe Prise. Ich frag mich, ob der G-Man vielleicht noch auftaucht. Boah, wir haben schon 1.30 Uhr, ey. Sind schon 3 Stunden dabei. Geil, egal, weiter. Jetzt mach ich's zu Ende. Wäre ja dumm. Ist das das Ende? Is that her? Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Hey, yo, wir. Danke für den Raid. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hattest einen guten Stream. Aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Das hier riecht sehr nach Boost hier oben. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Ja, glaube ich. Also jetzt mal im Ernst. Ich werf das in den Müll, oder? Ja, sorry. Wie gesagt, vielen lieben Dank, Wirt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Stream. Na gut, schön. Herzlich willkommen. Kommt rein. Legen Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Dazu G-Set. Ich spiele zum ersten Mal Portal quasi nach 10 Jahren. Ich habe es immer nur bis Level 16 gemacht. Legen Sie es in die Ecke. Also damals. Ich kümmere mich später drum. Hab's dann frustriert aufgegeben und jetzt, 11 Jahre später, habe ich mich heute spontan dazu entschieden, das nochmal zu zocken. Und das Game ist unfassbar geil und wir sind schon 3 Stunden im Game und ich glaube, es geht zum Ende hin und ich werde es jetzt noch zu Ende spielen. Doch, wenn Sie es so sehr lieben, wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie? Okay, ich nehme es jetzt mal einfach. Ja, und das machen wir gerade, also. Dann hätte ich eingeladen, hier noch weiter dort zu bleiben. Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Das ist cool, dass man auch so quasi echt eine Beziehung aufbaut zu diesem. Ich meine es ernst. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Ich muss das unbedingt mal nachher, wenn ich fertig bin. Also hoffentlich. Weiß ja nicht, aber es fühlt sich schon nach Lassen Endgame Sie an. Das Ding und stehen Sie still. Muss ich mir unbedingt mal auf YouTube angucken, wie sich das, wie die englische Stimme ist, einfach zum Vergleich. Ich finde die deutsche super gut. Ich finde es mega charmant und auch, er hat einen guten Witz und der Humor Denken ist auch nach, nice. Wenn das Ding wichtig ist, warum weiß ich nichts davon? Okay, wir machen mal hier den Schalter. Jetzt mal wieder zurück zum Game. Also, come on. Achso, aber wie. Ja.
Reicht das? Ist das ein Timer? Nee, es war ohne. Eins ist das Ding zumindest nicht. Okay, wir müssen kurz, wir müssen schnell machen, alles klar. Easy, kein Problem. Das können wir doch mittlerweile. Jetzt hast du ja mittlerweile. Easy peasy. Hören Sie mir überhaupt zu? Oh, shit. Fail. Ah. Was passiert jetzt? Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Das ist ja, zweiter Teil wird auf jeden Fall gezockt. Safe. Irgendwann, demnächst. Haben jetzt viele Leute im Chat gesagt über den Lauf des Abends. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Alter. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja. Muss ich wieder das Ding dahin locken, dass er sie abschießt, so? Das quasi? Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Nee, oder? Ach, scheiße, gut, jetzt bin ich gerade ein bisschen. Machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Wo soll der hinschießen, ist die Frage. Was könnte man aufschießen? Das schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Ich frag mich halt, wo überhaupt der Ausgang ist. Also wo soll die hin? Muss man vielleicht irgendwie, dass sie abgeschossen wird, so ein bisschen den Winkel machen, wie ich vorhin meinte? Warte mal, ich hab... So, das ist da hin und dann so. Irgendwie sowas? Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Oh, fast! Aber fast, ist doch richtig, oder? Warte mal, was ist denn ein Winkel für Sie? So. War richtig so. Aber das ist einfach nochmal. 5 Minuten hat man, okay. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Warte mal, nein. So, mach mal hier was einfach. Nee. Das ist so einfach. Ich muss jetzt checken, wie. Nee, hier so, bitte. Ja. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Kontakt. Man sieht ja die Linien. Warte mal, ich muss das anders machen. Mehr Gewalt. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie kriegt man das hin? Ich hab's Prinzip, glaube ich, verstanden. Sieht man's jetzt schon? Ja! Wie war das? Yes! Muss man nochmal? Keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Yes! Und jetzt wieder zurück zum Ding, oder was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ja geil, einfach. Wie geil ist das gemacht? Ey, mein Skill ist aber auch da heute, Mann. Oh nein, falsches Ding. Egal. Also. Du bist doch die Frau von dem Test. Hallo? Nein! Oh, fail, Alter. Ist das eine Waffe? Oh, was ist hier drin? Und jetzt nochmal? Muss ich sie nochmal treffen? Ja, wahrscheinlich, die hat also 3 so Kugeln, oder? Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war. Mach einfach wieder den Winkel hier, war doch gut. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Okay, da war gar nichts. Das ist ein bisschen Trial and Error hier gerade, aber ich glaube, irgendwie hat sich das für mich gut bewahrheitet hier. Mach mal die Ecke hier, Kollege. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn nee, hier so. Haben. Warum kriegt er den Winkel nicht mehr hin? Auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Wie knapp ist das? Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Ich verarschen, Alter. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Achso, können wir es auch machen, ne? Ja, klar! Wir haben es. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hä, aber das reicht doch. Warte mal. Hier steht so muss man es machen. Adoptiert. Das ist auch komisch. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja. Ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Oh nö! Okay, ich... ich hab's doch fast! Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht.
was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Ey, komm, ist das dann Zufall einfach? Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Oh, nö! Das ist kein Mut. Vielleicht höher noch, ne? Was tatsächlich. Hat je getan? Uns unterscheidet, aber der ist richtig, glaube ich, hier. Komm her. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's. Oh ne, ich muss hier stehen. Ich da. Oh, das ist gut, oder? Oh nö! Es muss ja dahin gehen. Wie viele Minuten? Sagte, eine Minute noch. Gleich. Oh nee! Vielleicht kein bisschen dahin so mehr. Okay, warte mal, jetzt komm. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr. Komm mal, einmal lucky jetzt. Ja! Fuck yeah! Und wo ist das Ding hin? Da oben? Wie komme ich da hin? Nein, ich muss mich jetzt fetzen? Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Mann. Genug geredet. Ah! Ah. Wo ist es jetzt? Wo ist es? Yes! Come on! Da kann man da nicht durch? Kann man nicht durch? Ja. Wie viele Minuten noch? 11 Sekunden! 500 Gramm Backmischung für Schokoladenkuchen. Willst du mich verarschen? 3 bis 4 Tassen Speiseöl. 4 große Eier. Eine Tasse. Ah! Was? So ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Oh, die ganzen letzten zwei Kugeln noch machen, ey. Ich hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann das war so gut. Nicht abschalten. Ich nehme wieder meine Ecke, ja. Die mag ich. Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschoss. Ey, Mann, das war aber so das gut. Guter Try, oder? Als das Neurotoxin. Na gut, machen oh, Sie einfach hoch. Weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben. Ah, shit. Vielleicht mache ich mir den Winkel auch echt ein bisschen zu schwer. Der ist gar nicht so nötig, oder? Nee, warte mal. Ich muss hier so an die. Wieso mache ich eigentlich nicht hier? Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur. Man kann ja gucken, wo der hinzieht. So, guck mal. Da ist er viel einfacher so. Ich mache es mir nicht so schwer. Ballern wir das mal richtig schön. Wenn man es einmal gecheckt hat, weiß man es ja halt, ne? Okay, wo ist das hin? Hä? Was da? Ja, super. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich ihnen je getan? Hallo. Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Okay. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's? Ah, Mann, ist ja aber so geil, warum... Was ist das? Ich hätte das gestern so geil beenden können. Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Achso, ja genau. Schalter. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist ihnen gleich. Hören Sie? Okay. Und jetzt machen wir wieder. Die Höhe gefällt mir einfach irgendwie, das hat gepasst. Jetzt machen wir wieder die Wand hier. Ich habe da meine Lieblingswände, ich bin da so einer. Nee, müssen wir. Ja, das könnte sogar passen. Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Ja. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, kann ich das neue. Okay, aber das war ein bisschen okay. Leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hat. Jawohl. Sie geben eine ist es Zufall, wo die landen immer? Oder muss. Ah, ja, okay. Nee, da muss man sich halt hinboosten. Okay. Ist ja klar, das Spiel will, dass man alle Mechaniken nochmal so macht, ne? Ja, der war ja sauber. Oh Mann, der war doch eigentlich sauber, Freunde. Auch nicht kommen, weil sie keine der war doch eigentlich Freunde sauber. Haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Person. Das war super. Komm, jetzt haben wir es. Ah ja, jetzt haben wir es. We did it, guys. Einsame, unbeliebte Person. Nicht jinxen jetzt, aber ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell, ganz offiziell. Und hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch. Na, Mann! Ach, Leute, echt. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß. Das war der letzte, oder? Hat die jetzt noch. Nee. Einmal muss. Nee, jetzt ist sie weg. Tödlich. Ah, nee. Ich ersticke.
Das war's. Muss ich hier nochmal abschalten? Mach nochmal zur Sicherheit, ne? Doppelt abgeschlossen. Fällt besser, ne? Der war nice. Wie krieg ich denn das jetzt? Wie krieg ich dich denn jetzt, Kollege? Oh nee, bitte. Was ist das denn? Tja. Sie verschwenden ihre Zeit. Erstmal nochmal hoch. Und vielleicht? Sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben. Muss ich das irgendwie in der Dann Luft? Sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal angestellt. Was haben Sie so falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Wollen wir in der Luft fangen? Draußen ist nichts mehr, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos. Yes! Fucking Michael Jordan, Alter! Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und stehe. Was für ein Game, Alter. Wieso habe ich das nie weitergespielt als Level 16 damals, vor 11 Jahren? Da habe ich wirklich, aber auch vielleicht besser so. Jetzt habe ich jetzt das Erlebnis. Warte mal, jetzt mal kurz cool bleiben. Jetzt hat sie Schiss, ne? Jetzt dreht sie, endet sie ihren Ton. Ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, sie sind tot. Sie bewegen sich noch, aber... Ja, sorry, dass ich zu viel drüber laber, aber... Der Teil von ihnen, der geblieben wäre... Ja, gerade halt auch dazu beim Stream. Wahrscheinlich, sie sagt auch nicht viel lustige Sachen, glaube ich, gerade, aber jetzt bin ich in der Zone. Fehler, den ich jetzt korrigiere. Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Kackanlage. Hat Schuhe für Weisen gelegt. Super hingekriegt, sie hält. Fast 2 Uhr, Leute. Geil. Ich war nicht einmal schiffen. Was passiert jetzt? Ich hole mir safe Portal 2, Leute. Aber dann glaube ich auch im Live. Das mache ich dann auch live. Ich kann nichts machen. Ich lass einfach mal laufen. Bin ich ein Roboter oder nicht? Es gab keinen Kuchen, Leute. Können wir noch den Speedrun gucken, wenn das Game zu Ende ist? Gerne. Aber vielleicht ein andermal. Dann mache ich mir mehr Zeit. Das ist ein Kuchen! Machen wir ein andermal. Mit P. Wahnsinnig gut gemacht. Also 10 von 10. 10 von 10, Leute. Das ist ein 10 von 10 Game. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. Ja, den Speedrun geht nur kurz, ist ja klar, aber den mache ich als eigenes Video, weil das will ich, da will ich auch drumherum ein bisschen reden und so, sehe ich jetzt schon als Content tatsächlich für YouTube, dass ich das 10 Minuten oder so mache insgesamt und mir das einfach angucken mal einmal. Weißt du, wie ich meine? Bisschen auch Content-Creator-mäßig denken, sozusagen.
Ist ja voll gut. Ist ja voll gut. Ach, das ist die englische Stimme, na klar. Ist ja voll süß. Cute ist das. Unglaublich, dass die den ganzen Song geschrieben haben, diese Easter Eggs. Gut übersetzt auch. Ey, das sollte ich mal auf der Gitarre lernen. Schau mal vor, das spielst du auf einer Party auf der Gitarre und nur eine einzige auf der Party versteht's und ihr seid auf jeden Fall dann den ganzen Abend die besten Freunde, glaube ich. Ach, guck mal, ändert sich das jetzt, dass man jetzt immer den Kuchen hat? Ja. Nee, wie gesagt, also ich bin jetzt zu müde, es ist 2 Uhr morgens, deswegen will ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen, um auf das Speedrun und zu reagieren und ich wollte mir auch dann nochmal die englische Stimme angucken und so. Deswegen mache ich da extra nochmal ein eigenes Video draus. Das hier kommt ungeschnitten auf YouTube. Vielen Dank fürs Zugucken, YouTube. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte mega Spaß. Das war echt übelster Glücksgriff für mich. Komplett. Ich lieb das. Das war ja mit Resident Evil auch so damals, dass ich Resident Evil auch einfach blind mal angefangen habe und dafür voll die, das voll für mich entdeckt habe. Das sind genau die Sachen, die ich liebe. Und die kann man nicht forcieren. Und das war wieder so ein Glücksgriff. Also richtig cool. Hat mir sehr, sehr gefallen. 10 von 10 dieses Spiel. Und das Geile ist, ich freue mich jetzt auf Portal 2. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Werdet ihr auf jeden Fall früh genug Bescheid bekommen. Mache ich dann wieder live. Danke an alle Zuschauer. Ja. Haut rein. Ich bin jetzt raus. Ohne Raid. Ich bin am Arsch. Jetzt geht's einfach nach Hause. Ich bin zu Hause. Schlafen. Also tschüss, Leute. Dankeschön fürs Zugucken. Und wir sehen uns bald. Ciao.